Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht-Podcast. Wir haben eine neue Folge. Ich habe den Überblick verloren, bei welcher wir jetzt gerade sind. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus. Für mich auch ein bisschen ungewohnt, hier den Eintracht-Podcast mal wieder ein bisschen anzusagen. Sonst mache ich das ja immer beim Ringfuchs, während wir uns ja vom wunderbaren René, der gerade im Urlaub weilt, hier durch die Sendung führen lassen. Aber das ist ja dann auch mal okay. Jetzt übernehme ich das mal. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare Basti. Hi. Gute. Und ich denke, wir haben so ein bisschen was zu besprechen. In den letzten Wochen ist ein bisschen was passiert. Erstmal das Positive vorweg. Ante Rebic bleibt. Folge 315 ist das übrigens, nur ganz kurz. Das ist gut zu wissen. Gut, nee, meine Technik macht mich schon wieder. Ich war schon wieder weg, weil ich vorhin raus. Nee, alles gut. Ja, aber ich wollte gar nicht die Ante Rebic-Euphorie abwürgen. Ja, geil. Also das war ja eine Achterbahnfahrt im Sommer so. Ich bin froh, dass das jetzt so zeitnah dann entschieden ist. Ich hatte Angst nach den Aussagen, als er hier wieder ankam, wo wir uns alle gefreut haben und er sagte, ja, man muss jetzt warten, es kann noch bis Ende August dauern. Hatte ich Angst, dass das noch länger geht, weil man ja eigentlich trotzdem nach der WM schon damit gerechnet hat, dass das vielleicht zeitnah verkündet werden könnte, dass er da nach England vielleicht wechselt. Ja. Dann gab es diesen ominösen Donnerstag, wo in England die Transferliste geschlossen hat, da hat man nichts gehört, da hat man schon gedacht, oh, entweder cool, er bleibt oder worst case, er geht zu Bayern. Mhm. Ist dann nicht eingetreten, was wahrscheinlich aber, ja, vielleicht ist es nur aufgeschoben, kommen wir gleich nochmal da drauf. Aber ich bin bei allen Transfersummen, und wir hatten ja, glaube ich, auch in einer vergangenen Sendung gesagt, dass wir uns wünschen, dass die Eintracht endlich mal so einen richtigen Batzen Kohle einnimmt. Das war auch mein erster Gedanke. Scheinbar gab es die Angebote nicht. Deswegen eigentlich bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich sogar froh, dass er bleibt, weil so einen Lieblingsspieler hatte ich persönlich lange nicht mehr. Und ich glaube, das geht vielen so, wenn man so die Trikotverkäufe beobachtet. Auf jeden Fall. Mhm. Und ja, deswegen, ich habe mich krass gefreut, wie man sich vorstellen kann. Ja, du hast dich natürlich vielleicht auch für deine eigene Merchandising-Idee auch ein bisschen gefreut, ja. Der T-Shirt. Ja, wer weiß, vielleicht hätte ich, wenn er zu Manchester gegangen wird, noch einen höheren Absatz machen können. Ja, stimmt. Aber auf Englisch gehalten, das T-Shirt. Ja, stimmt. Ja, es ist natürlich, du bist schon ein Fox, ne? Und ja, no Rivish, no Party. Politisch, genau. Ja, geht natürlich in mehreren Sprachen, ja. Aber ich denke, es war ein immens wichtiger Zeitpunkt auch, die Vertragsverlängerung, denn ich glaube, man hat bei der Eintracht auch im Umfeld schon ein bisschen Unruhe gespürt. Ja, es war so, du wusstest nicht, wie ist der neue Kader, wie funktioniert die Zeit nach Rebic. Und dass er einfach bleibt, war ein sehr, sehr wichtiges Signal. In Zeiten des Wandels des Kaders, wie gesagt, wir haben einen neuen Trainer, das muss erstmal funktionieren. Wir werden auch gleich darüber sprechen, dass es halt noch nicht alles so hundertprozentig funktioniert, um es mal freundlich zu formulieren, wie das jetzt zum Beispiel am Sonntag war. Und ich denke, da ist es halt einfach immens gut zu sehen. Es gibt so ein paar Faktoren, ein paar Fixpunkte, die in der Mannschaft bleiben, und ich glaube, egal wie das halt jetzt ist, wie lange er jetzt denn noch da bleibt, aber dass er für diese Saison erst nochmal hier ist und auch die Europacup-Euphorie mitnimmt, natürlich auch wichtig bleibt in der Mannschaft mit den nächsten Stationen, die wir dann auf europäischem Parkett haben. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, und vielleicht sorgt es auch dafür, dass der ein oder andere geneigte mögliche Eintracht-Spieler dann sagt, ach guck mal, der Rebic ist auch da, Vize-Weltmeister, da könnte ich mich dem Ganzen doch auch anschließen. Nur mal so gedacht. Ja, das ist, ich finde auch ein gutes Zeichen auch für seine Mitspieler zu denken, okay, das hauen jetzt nicht alle ab. So. Also wenn du jetzt irgendwie ein gut verdienter Spieler bist und denkst, um dich rum sind jetzt plötzlich alle weg, viele Eckpfeiler. Wenn er jetzt auch noch gegangen wäre, dann hätte es halt wirklich sehr, sehr viel von seinem Ersatz abgehangen, ob wirklich die Stimmung sich hier nochmal ein bisschen beruhigt. Und dass er jetzt da bleibt, du hast es gemerkt, die Leute haben sich sehr, sehr gefreut. Du hast es am Familientag, am Samstag habe ich so Videos gesehen, wo die Leute ihn gefeiert haben, mhm, im Stadion, als er eingewechselt ist. War so das Einzige, wo mal einigermaßen Stimmung war am Sonntag, als er eingewechselt wurde. Oh, ja. Und ja, das ist ein wichtiges Zeichen, das ist ein geiler Spieler. Wir hatten letzte Saison immer wieder bemerkt, wenn er nicht da war, also gerade mit seiner Spielweise, nicht nur die Tore, weil das ja auch immer bemängelt wird, er würde zu wenig Tore schießen. Bei ihm geht es nicht nur um die Tore, sondern auch um seine Giftigkeit da vorne, Leute anlaufen, sein Spirit, seine Unbekümmertheit und auch seine Körperlichkeit. Also das ist, glaube ich, ein Spieler, der gerade mit diesen zwei Toren im Pokalfinale wirklich zu einem Held geworden ist, das hast du gemerkt. Ich habe auch Leute gehabt, die Bekannte gehabt, die haben sich seinen Namen aufs Trikot drucken lassen, aufs Neue, obwohl die eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass er geht. Das zeigt ja seinen Stellenwert, so ein bisschen zu denken. Rebic ist wirklich ein richtiger, wie soll ich es nennen, ein richtiger Trikotspieler, wo du wirklich denkst, okay, im Maizeil, im Stadion und selbst am Stadion war komplett die Nummer 4 Beflockung, war komplett ausverkauft. Und das spiegelt, glaube ich, so ein bisschen seinen Stellenwert wieder, den er auch für die Fans hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade nach so Abgängen wie Stendera und Meier, weil du dann
gab es ja auch schon ein paar Leute, die bemängelt haben, dass so die Identifikationsfiguren fehlen. Und er ist, glaube ich, eine. Also er ist definitiv jemanden, den man mit Eintracht Frankfurt verbindet, den die Leute, ja, man muss ihn, du hast es, glaube ich, auch gesagt, dass hier im Hinterhof mit dem Java-Gate und so, es ist einer zum Anfassen irgendwie. Ich finde es extrem wichtig, dass er geblieben ist. Mhm. Auch wenn es natürlich schade ist, dass die Eintracht diesen Sommer schon wieder es nicht geschafft hat und wahrscheinlich auch lange, lange nicht schaffen wird, eine zweistellige Millionenablöse zu generieren. Irgendwie soll es nicht sein, weil man muss ja auch sagen, so ein bisschen lag es auch daran wahrscheinlich, dass in England allgemein der Markt so ein bisschen, also man munkelt ja so ein bisschen, dass viele Leute irgendwie das Gefühl haben, in England haben die sich in den letzten ein, zwei Jahren übernommen durch diese horrenden Vorauszahlungen, was die Fernsehgelder betrifft. Hm. Und da ist dieses, ich glaube, Tottenham hat diesen Sommer gar keinen einzigen Spieler verpflichtet. Das war, glaube ich, seit 2003 das erste Mal in England, dass es überhaupt eine Mannschaft gemacht hat, eine komplette Sommertransferperiode auszufallen zu lassen. Das ist halt so. Aber wenn das der Nebeneffekt ist, dass wir dann Rebic noch behalten und er jetzt erstmal offiziell verlängert hat, ja, das ist was wir mitten in die Saison nehmen müssen. Und ich hoffe, dass dieses Signal auch so ein bisschen über dieses Spiel am Sonntag, wo wir nachher noch zu kommen werden, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen noch überdeckt, sage ich mal. Für mich ist es auch extrem wichtig, dann lieber so den Spieler so zu behalten, als wenn ich den für 20 Millionen an irgendeinen Verein verkaufe. Also ich meine, natürlich kann man sagen, dass der ganze Transfermarkt sehr merkwürdig geworden ist, dass Unsummen für Spieler bezahlt werden, bei denen ich mir die Frage stellen muss, wer sind die Spieler überhaupt? Ja, und wie kommen die denn auf diesen Marktwert? Also bei allem Respekt, ne? Ich meine, wenn ich mir den ein oder anderen Mainzer Spieler da so angucke, der für unglaublich viel Geld verhökert wurde, muss ich sagen, okay, ja, ein netter Spieler, aber für den Wert, nee. Und das habe ich anscheinend bei der Eintracht auch nicht gesehen. Also es gab anscheinend auch nicht diese Angebote, die in dieser Summe, in dieser Höhe waren, wo die Eintracht wirklich gesagt hat, okay, das müssen wir machen. Und dann finde ich, so ist die wesentlich bessere Variante, auch nicht so nach dem Motto, naja, wir lassen Vertrag jetzt auslaufen, sondern nein, wir unterzeichnet neu. Und das ist ja auch mal ein Statement. Ich meine, man kann ja sagen, okay, wir lassen den Vertrag auslaufen, wie das damals bei Rode zum Beispiel war, ne? Aber nein, es wird ein Vertrag, auch wenn das jetzt nur ein Jahr ist, aber es wird ein Vertrag unterzeichnet, ja? Es wird ein klares Statement gegeben, ich will mich weiter an diesen Verein binden. Ob das jetzt wirklich über die komplette Vertragsdauer ist, darüber können wir immer noch mal sprechen. Aber es ist, glaube ich, für ihn auch nicht so verkehrt, bei einem Club zu spielen, nach der Weltmeisterschaft wird definitiv ein kleines Tief kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Da muss er sich auch erst wieder reinfinden, aber ich glaube, er hat die Möglichkeit, sich bei der Eintracht besser einzugrooven, wieder in den Rhythmus zu kommen als woanders. Ich denke, das ist auch für ihn nicht verkehrt und für die Eintracht ist es so, dass du einen emotionalen Wert an diesem Spieler hast. Du weißt auch, wie du mit dem Spieler auch als aus Fansicht umgehen kannst. Und ich denke, das ist eine rundum positive Sache. Bevor wir den für 20 Millionen irgendwie verkaufen, dann behalten wir den lieber. Und das zeigt auch, nee, ganz ehrlich, Leute, wir sind nicht auf euer fucking Geld angewiesen. Es geht auch so. Es ist auch so in Ordnung. Und das finde ich halt auch mal ein Statement. Ne? Ich meine, du kannst natürlich Stäubing, wenn er dann so wieder die Sprüche raushaut, ne, von wegen, nicht nur Bretter gebohrt, sondern irgendwie ganz große Dinge getan, dann kann man natürlich sehen, wie man will. Aber ich finde die grundsätzliche Ansicht, das mal so zu machen, gar nicht verkehrt. Und ich denke, das ist echt einer der positiven Aspekte, die uns wahrscheinlich über die nächsten Wochen noch ein bisschen tragen werden. Ja, aber ich finde, was du eben kurz angedeutet hast und eigentlich verschieben wolltest, muss man trotzdem kurz ansprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhaltet, ist sehr, sehr hoch. Also da machen wir uns, glaube ich, alle nichts vor. Also, dass Rebic jetzt hier einfach seinen Vertrag verlängert hat mit der Absicht, hier wirklich jetzt, bis 2022 zu bleiben. Ja, bevor die Leute dann enttäuscht werden. Ich glaube, damit sollten wir uns alle abfinden, dass das nicht der Fall sein wird. Spannend wird es halt dann nächsten Sommer. Darüber kann man dann den nächsten Sommer immer noch reden. Was für ein Betrag in dieser Ausstiegsklausel drinsteht und für welche Vereine das gilt. Und vielleicht muss man auch überlegen, ja, es könnte gut sein, dass er dann doch noch zu Bayern wechselt. Aber ich finde trotzdem, das kann man ja trotzdem ein Jahr ignorieren, weil er ist noch ein Jahr da und das hätten wir vorher nicht gedacht. Also wir hätten mit diesem Jahr extra, ich hatte eigentlich nicht so die große Hoffnung, deswegen hätte ich mich ja über eine hohe Ablöse gefreut, weil ich mich eigentlich schon abgefunden hatte, dass er geht. Ich glaube, nächsten Sommer ist es nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht wirklich, je nachdem, wie auch seine Saison verläuft natürlich und wie auch Kovac sich in München beweist, dass das Thema Rebic und Bayern wird vielleicht nächstes Jahr nochmal heiß. Da gibt es vielleicht sogar schon Absprachen, aber meine Güte, wissen wir alles nicht. Also, nee. Aber ich meine, es ist im Bereich des Möglichen, wie du sagst, und ich glaube, es ist auch durchaus legitim, darüber nachzudenken oder dass wir das mal ansprechen. Es kann natürlich sein. Es kann sein, dass
im Zuge der Weltmeisterschaft, er natürlich wusste, dass es ein kleines Tief gibt, er weiß aber, dass er sich aufrappeln kann, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch auf der anderen Seite zu viel zu sagen, okay, jetzt haben wir den Stammtrainer, den Trainer mit Kovac verloren an die Bayern, jetzt noch Rebic an die Bayern zu verlieren, wäre vielleicht auch ein krasses Signal, das würde noch mehr Antipathie schüren, hätte vielleicht eine Spirale der Negativität mit sich gezogen. Andererseits ist es so, dass Kovac, wie du eben schon angedeutet hast, sich auch erstmal beweisen muss, ja, aber wenn Kovac zum Beispiel dieses Jahr bei den Bayern gut macht, hat er dann auch andere Möglichkeiten zu sagen, okay, jetzt hole ich die Spiele, die ich will, von denen man sich nicht 100% sicher ist, aber ich habe ja jetzt in der vergangenen Saison schon gezeigt, dass ich es drauf habe, weißt du? Dann hat er mehr auf seiner Seite auch. Und du hast halt mit Robben und Ribéry zwei Spieler, die jetzt wahrscheinlich nächsten Sommer nicht nochmal ihren Vertrag verlängern. Also da sind ja dann zwei Positionen frei, auf denen er potenziell spielen könnte. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Ausschlag, der vielleicht wirklich dann hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, zu sagen, dass Kovac mit Rebic geredet hat und Kovac vorher mit den Verantwortlichen bei Bayern, die gesagt haben, ey, wir haben jetzt Coman, Gnabry, Robben, Ribéry und nächsten Sommer sieht die ganze Nummer anders aus. Lass mal gucken, wie Rebic sich in Europa beweist, dann können wir ihn nächstes Jahr immer noch holen. Und ja, dann wurde der Vertrag verlängert und steht eine Ausstiegsklausel drin. Ich hoffe einfach nur, dass die über 25 Millionen ist. Und das ist das Einzige, also das hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass der nächstes Jahr dann für 14 Millionen zu Bayern geht oder so. Also das ist Punkt 1. Punkt 2, was interessant ist und was wir auch nicht ignorieren dürfen bei der Rebic-Ablöse ist, dass ja ein großer Teil scheinbar, und da wurden die Zahlen ja gegen Ende hin immer höher, ja, auch nach Florenz gewandert werden. Da waren ja sogar von Zahlen, ich glaube, der Kicker hat es dann geschrieben, von bis zu 50%, die Rundschau hat es dann, glaube ich, wieder relativiert, dass es auf mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Wissen es alle nicht, werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr erfahren, aber was ich gehört habe, dass diese Weiterverkaufsklausel, dass die jetzt aus dem Vertrag raus sein soll. Und das wiederum würde ja, wenn wir nächstes Jahr 25 Millionen kriegen, wäre das ja so, wie als hätten wir dieses Jahr irgendwie 38 bekommen. Ja, das ist es halt. Weil du ja dann wirklich eigentlich trotzdem an Florenz hättest was abgeben müssen. Wenn das so ist, ja, dann muss ich zum ersten Mal seit Menschengedenken der Eintracht für eine Vertragskonstellation wirklich Applaus spenden. Unter Vorbehalt, sorry, weil das traue ich der Eintracht eigentlich nicht zu, tut mir leid, aber... wenn das so ist, dass man das wirklich durch irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht war ja auch die Dings, diese Weiterverkaufsklausel galt vielleicht nur für den ursprünglichen Vertrag, den man nach seinem Florenzwechsel gemacht hat. Mhm. Durch die Verlängerung ist er jetzt vielleicht nichtig geworden, das kann ja wirklich sein. Und wenn man das irgendwie hingekriegt hat und dann im nächsten Sommer ihn für 25 Millionen verkauft, dann glaube ich, können wir alle zufrieden sein. Haben noch ein Jahr Rebic, haben nächstes Jahr ein bisschen Geld, können jetzt vor allen Dingen haben wir langfristige Planung. Du musst jetzt nicht, irgendwie kommt er von der WM nach Hause, dann geht der irgendwie jetzt Mitte August noch schnell weg und du musst dann noch einen Ersatz holen, der dann funktionieren muss. Das ist ja nicht so gut, wie wenn du es jetzt ein Jahr vorher vielleicht schon weißt, dass du dich vielleicht für nächsten Sommer schon um einen geilen Flügelstürmer kümmern musst. Genau. Und da muss ich dann sagen, wenn das wirklich so kommt, wie wir das jetzt hier alles angedeutet haben, wie du das jetzt auch umschrieben hast, dann muss man wirklich der Eintracht Respekt zollen, denn wenn du überlegst, wie die, teilweise dilettantisch das eigentlich im letzten Jahr abgelaufen ist, ne? Da kam Rebic ja eigentlich irgendwie kurz vor knapp noch, ne? Und die Eintracht wollte ihn eigentlich fest verpflichten, sofort fest verpflichten. Und dann ist irgendwie aufgefallen, dass es in den Finanzen jetzt gar nicht so funktioniert, den jetzt die komplette Transfersumme aus dem Stegreif heraus zu zahlen. Und deswegen hat man dann diese komische Konstruktion mit Florenz überhaupt erst gemacht. Ja, deswegen, das war ja der Hintergrund, ja. Das hättest du von vornherein das Geld bezahlen können, was Florenz aufgeboten hatte, hättest du ja gar nicht diese Schwierigkeiten gehabt mit dem Anteil und so weiter und so fort, der sich dann immer weiter im Verlauf dieser Saison jetzt, also zumindest in den Gerüchten, erhöht hat, ne? Aber insofern kann man jetzt froh sein, wenn das dann alles so klappt und wenn das auch so stimmt, dann hat die Eintracht nach dem blauen Auge im letzten Jahr jetzt noch das Beste draus rausgeholt und dann auch sogar die potenzielle Ablösesumme kann sich selber einstreichen. Also das wäre natürlich dann wirklich gut. Aber gut, ich glaube, wir müssen leider aber auch zu den Dingen kommen, die nicht so gut sind. Also Rebic haben wir ja jetzt ordentlich abgefeiert und ich denke, das wird auch über die nächsten Wochen bleiben. Was nicht ganz so geil war, Basti, Sonntag, Superpokal.
Supercup. Ja, also ich hätte trotzdem einen geilen Tag, aber das lag leider nicht an Eintracht. Ich habe da Bilder gesehen, was war da los? Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Du und Schwester S. Schwester, Schwester. Genau. Wo war die Sahnetorte? Nein. Später, nach dem Spiel, nein. Ja, wir sind ja gerade im Livestream, vielleicht ist es dann danach. Upsi, bitte. Ja. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Spiel einordnen soll. Und habe mir eigentlich erstmal gar keine Gedanken gemacht, habe erstmal alles in mich aufgesaugt, was ich so gehört habe von vielen Leuten, von Freunden auf Twitter, in allen verschiedenen Kanälen. Mhm. Da war die Stimmung ja nicht so gut. Ich hab mich nicht so gut, ist positiv umschrieben. Habe ich mich vielleicht ein bisschen von anstecken lassen, weil ich hatte das an dem Abend, wie gesagt, weil der ein anderer aus anderen Gründen sehr, sehr lustig war. Mhm. Hatte ich noch nicht so diese Panik, aber jetzt, wenn ich wirklich so ein bisschen nachdenke, gibt es da schon Faktoren, wo ich Leute, die unruhig sind, verstehen kann. Mhm. Wir müssen es, glaube ich, aber Punkt für Punkt abarbeiten. Wollte ich gerade sagen. Weil manche sind auch nicht so schlimm. Ja, wollte ich gerade sagen. Also fangen wir doch mal einfach hinten an. Wir haben über, jemand... Kommen wir gleich zum ersten Punkt, wo ich jedem recht geben kann, der da besorgt ist, weil das bin ich auch. Ja, und zwar, wir müssen mit Renault anfangen. Renault, der Nachfolger, wie er schon so oft war, von Lukas Radetzky, hat, gelinde gesagt, keinen guten Tag gehabt. Nee, und das will ich auch gar nicht nur anhand der Tore festmachen, sondern allgemein, wenn man es im Stadion, die Leute, die im Stadion waren, werden es vielleicht bestätigen können, das wirkt in vielen, vielen Situationen, die nicht mehr spielentscheidend waren oder die vielleicht gar nicht mehr immer in Ballnähe waren, das wirkte arg, arg, arg verunsichert und auch irgendwie nicht fit. Mhm. Nicht fit kann man verstehen, der ist noch nicht lange dabei. Das ist, glaube ich, für ihn auch noch ein weiteres Vorbereitungsspiel. Ich glaube, diese Verletzung, die ihn da in der Vorbereitung, und wir hatten ihn auch um 2 Wochen zurückgeworfen, das heißt, er ist 2 Wochen hinten dran und wird wahrscheinlich dann wirklich, wahrscheinlich erst zum Freiburg-Spiel körperlich 100% fit sein. Allerdings, ja, ich will ihm auch gar nicht zu sehr jetzt irgendwie bashen, aber das sah an manchen Stellen schon sehr, sehr unbeholfen aus, auch in der Torwarttechnik. Also das war nicht so, dass da jemand auf dem Platz stand, wo ich dachte, ja, der hat jetzt einen schlechten Tag, aber der hat eigentlich gute Anlagen. Sondern der ist da auch, als er durch den Strafraum da gesegelt ist, das sah arg bedenklich aus. Und wenn ich jetzt nur, und das tut mir leid für ihn, wenn ich aber nur dieses Spiel gerade, ich nur dieses Spiel nehme, ja, wir hatten im Stadion, haben wir scherzhaft gesagt, als wir immer die Becher zurückgebracht haben, haben wir gesagt, wir gehen jetzt Pfandbecher sammeln für Kevin Trapp, aber das ist natürlich ein Scherz, aber ja, also ich verstehe jeden, der da besorgt ist, weil ich bin es ehrlich, ich kann es nicht rational begründen, aber ich bin auch irgendwie besorgt. Ich kann es aber gar nicht so jetzt, weil eigentlich kannst du es ja nicht an einem Spiel festmachen. Nein, das, kannst weißt du, aber irgendwie das Gefühl ist kein gutes bei mir. Kannst du natürlich nicht. Also ich finde schon, dass du nicht in der Lage bist oder mal generell halt ja zu sagen, okay, jetzt ein schlechtes Spiel gemacht, jetzt raus mit dem, wie es ja jetzt schon einige gemacht haben. Ich muss sagen, ich fand, dass der Shitstorm, okay, der hat er jetzt nicht persönlich erlebt, aber der dann teilweise bei Twitter und auch in anderen sozialen Medien niedergebrochen, das finde ich echt einen Tick zu krass. Ich meine, er war länger verletzt. Ich will jetzt auch nicht so weit gehen, ich weiß nicht, ich habe das ja in Bukarest habe ich den Livestream verfolgt bei Eurosport und da war Matthias Sammer extrem zurückgehalten, hat ihn wirklich enorm unter Schutz genommen, ja, halt, weil er halt so lange auch verletzt war, weil er jetzt keine Spielpraxis hat und sich erstmal eingewöhnen muss. Also das muss ich sagen, da war Matthias Sammer sehr zurückhaltend. Also sowieso erneut Gratulation an Eurosport. Ich liebe die Berichterstattung dort. Ich muss sagen, wie Matthias Sammer das ein ums andere, man macht das Zeug von hoher Qualität mit Jan Henkel zusammen. Wer sich mal den Rasenfunk dazu geben will, also da waren sie ja bei Max zu Gast, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Also sehr sympathische Leute, richtig gut und das ist eine Berichterstattung, wie ich sie mir wünsche. Nochmal zurück zu Renault. Das Problem bei Renault ist, was er halt, was sein Nachteil ist gegenüber seines Vorgängers. Er ist halt nicht so der Typ. Ne? Also so ein Radetzky geht raus und sagt, da habe ich ein scheiß Ding gemacht, Pech gehabt, scheiße gelaufen, jetzt trinke ich mein Bier, weiter geht's. Und Renault ist halt so eher zurückgezogener. Er ist halt nicht derjenige, der super geil das alles abfedern kann. Und ich glaube, das muss er sich entweder antrainieren oder er kann wirklich in der Versenkung verschwinden. Also das Ding ist, er kann jetzt ein Ding kann jetzt passieren, ja, im Pokal muss es schon besser laufen. Mir ist es eigentlich fast wichtiger und besser, dass wir das jetzt im Supercup erlebt haben, weil im Pokal will ich das halt nicht haben. Ne? Erinnern wir uns, ich glaube, war das die erste Partie von Kevin Trapp, Pflichtspielpartie,
die er dann gemacht hat. In Aue, rote Karte. Genau, war auch scheiße. Lief auch kacke und dann haben wir einen richtig geilen Torhüter gehabt. Also insofern, das kann auch mal ein positives Signal sein, wenn wir es ganz positiv nehmen. Aber Fakt ist, das muss der einzige krasse Ausrutscher von Renault gewesen sein. Ja, wie du es gesagt hast, es ist auch viel zu viel, weil er wurde auch teilweise von der Abwehr schon auch ein bisschen alleine gelassen, muss man auch sagen. Abraham hat keinen guten Tag gehabt. Also ja, da hat die Abstimmung, also das ist ja, er ist ja dann auch nicht der Einzige in der Fehlerkette, aber es war halt schon auffällig, weil das bei 2,5 Toren so war. Ja, also ich würde auch gerne, ja, ich unterstütze deine Meinung, zu sagen, ey, da muss man abwarten und wegen einem scheiß Supercup-Spiel, wenn er eine gute Saison spielt, da denkt auch kein Schwein mehr dran. Nee. Das Problem ist nur, es gab halt, wie gesagt, einige Szenen, die mich ein bisschen ja, sorgenvoll zurücklassen. Aber ich glaube, die Sorgen sind bei ihm auch größer und er wird das besser einschätzen können. Ich glaube auch die Verantwortlichen. Ich glaube, dass Hütter wirklich in der Lage ist zu sagen, okay, der hat es eigentlich drauf und das war jetzt ein Fehler, darum geht's ja. Oder ist das wirklich eine Graupe? Das würde ja im Training auffallen. Also ich glaube nicht. Mhm. Ansonsten würde er halt verdrängt werden. Das ist es ja. Ich glaube trotzdem, dass die Eintracht sich da Gedanken gemacht hat und dass sie Potenzial in ihm sehen, dass er vielleicht ein paar Spiele braucht. Die müssen wir ihm auch geben, weil er ist neu und Radetzky hat auch nicht direkt immer geliefert. Der war natürlich auch so ein kleiner Shootingstar, weil ich glaube, bei ihm war es, was du gesagt hast, stimmt, bei Radetzky war es leichter, weil er gleich irgendwie gesagt hat, ja, ich trinke gerne hier Bacardi Cola und Bier und so und bla bla und die Fans haben ihn gleich gefeiert. Ja, der geht halt raus. Das ist halt jemand, ja, und der ist präsent. Ist dann leichter. Ja. Ja, das ist, genau, dann ist es halt leichter, wenn du mal einen Fehler machst am Anfang, wenn du irgendwie so ein Fan-Typ bist. Bei ihm ist es eher so, ich glaube, die Hälfte der Fans weiß noch nicht mal genau, wie der aussieht. Also es ist wirklich so, wenn du auf der Stelle. Ich glaube nicht, dass er irgendwie große Probleme hat, über die Zeit zu laufen. Nee, gar nicht. Mhm. Und ja, und das muss kommen. Und das kommt ja aber auch nur durch Paraden. Und ja, wenn er geile Paraden hat, dann im Fernsehen wird er eine Nahaufnahme gezeigt und bla bla bla, dass du irgendwelche Paraden mit ihm verbindest. Und dann weißt du, okay, Renault hört sich jetzt immer noch so ein bisschen, ja, Renault hört sich an, keine Ahnung, wie irgendein Dorf in Dunkeldeutschland, politische Probleme gibt. Ach, du hast auf keinen Fall nach Renault fahren. Ja, genau. Ja, Renault ist ja nur Co-Area. Ach, das sag ich dir. Da gibt es richtig ein auf die Emme von den ganzen Nazis. Ja, genau. Renault bei Temo. Oh. Ja, kleiner Scherz nur. Aber Kraftgüter. Genau so. So hört sich das ja wirklich an. Das ist halt auch, wo hatte ich das? Ich glaube, ich war beim Rasenfunk zu Gast und da haben die Leute mich gefragt, warum die Hertha irgendwie keinen Hype zieht. Und dann habe ich gesagt, mir fällt nichts ein, außer dass die Hertha irgendwie so random Namen hat. Ja. Das ist auch so ein Plattenhase und dann hast du hier den. Also das hört sich nicht so toll an und Renault leider auch nicht. Der muss halt seinen Namen auch wettmachen mit starken Paraden. Aber ich glaube, um das jetzt mal für ihn positiv zum Abschluss zu bringen, ich glaube, dass er in Ulm sicher stehen kann, weil Ulm jetzt auch nicht irgendwie unter Dauerfeuer setzen wird. Hoffe ich, ja. Und dann hat er vielleicht Glück. Und ja. Das muss unser Glück auch sein, weil dann hast du die ersten zwei Spiele in Freiburg und zu Hause gegen Bremen, die, wenn wir Glück haben, auch erfolgreich gestaltet werden und dann schwimmt er ja damit. Selbst wenn er vielleicht nicht das Spiel rettet durch einen Elfmeter, aber einfach, dass diese Diskussionen aufhören, dass wir es vergessen. Ja. Das ist, glaube ich, das viel Schlimmere. Ich glaube, die Leute unterschätzen auch, dass die durch so eine Hektik und so ein Unruhen im Umfeld auch dann im Nachklang Teil des Problems werden. Ja, denke ich auch. Das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, wo er vielleicht selber sich am meisten Sorgen macht und denkt, ey, scheiße, bla bla. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass er merkt, dass die Leute außen auch an ihm zweifeln und die Fans und denken, oh je, und hoffentlich holen die Leute Trapp oder bla 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 bla, dass das Problem dann eigentlich noch verstärkt. Und deswegen würde ich gerne Renault auf jeden Fall noch eine Chance geben. Was soll das heißen? Sollen wir jetzt einen Torwart holen? Der macht einen Fehler im Supercup-Vorbereitungsspiel und dann wird er schon ausgetauscht. Also so kann es ja auch nicht funktionieren. Da müsste ja, keine Ahnung, jeder von uns irgendwie in seinem Leben 40 Mal den Job wechseln. Ja. Wenn du irgendwie am ersten Tag nicht ganz so fit bist. Also so. Ja, sie wissen nicht, wo die Abteilung ist, alles klar, machen sie es gut, ciao. Ja, und dann halt auch nach einer Verletzung. Ne? Also ich meine, wie gesagt, es ist halt auch einfach so und wir müssen auch da echt wirklich, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, die Kirche im Dorf lassen. Wir können uns nicht immer von allen, ja, was weiß ich, negativen Entscheidungen die ganze Zeit irgendwie so mega beeinflussen lassen. Das ist jetzt halt einmal scheiße gelaufen, aber ich verliere echt lieber einmal, auch wenn es kacke ist und natürlich ist es in der Außendarstellung scheiße, aber darauf werden wir gleich nochmal kommen. Aber für Renault ist es natürlich jetzt auch bitter, aber wenn er jetzt einmal 5 Dinger kassiert, dann ist es halt so, wenn er die nächsten Spiele aber gut macht. Und ganz ehrlich, es ist jetzt auch nicht so, als wäre jetzt Kevin Trapp der unwunderbare Heilsbringer. Der sitzt auf der Bank bei Paris und es
hat einen Grund und jetzt hat er noch Buffon vor die Nase geknallt bekommen. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele der jetzt machen will. Das wird jetzt aber trotzdem auch nicht so funktionieren. Der wird jetzt keine Gehaltseinbußen großartig machen wollen. Das müssen wir uns einfach abschminken. Und ich denke, Renault ist auch ein Nationalspieler. Der hat immerhin 6 Länderspiele für Dänemark gemacht. Da gibt es immer stabile Nationalspieler. Du hast mit den Schmeichels immer gute Torhüter gehabt und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen die Zeit geben. Er ist neu und er wird sich schon akklimatisieren. Und wenn das aber irgendwie, ich meine, wir haben jetzt auch ein paar Wochen Zeit, wenn du jetzt siehst, das ist halt bis zur Winterpause überhaupt nicht klappt, dann kannst du immer noch mal Gedanken machen, aber dann hast du mit Wiedwald auch jemanden, der zumindest eine gute Halbserie spielen kann. Ich würde einfach mal sagen, cool down und mal sehen, wie es weitergeht, weil der Junge ist halt hier noch neu und der braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und da würde ich dann eher sagen, dass wir Leute mal kritisieren können, wie zum Beispiel einen extremfahrigen Abraham. Also ich muss sagen, der hat kein gutes Spiel gemacht und es war ja so ein Dauereskalator gewesen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt auch nicht auf die sympathischste Art. Da kann ich auch jeden Bayern-Fan verstehen, der sich da aufregt. Also das war auch nicht jetzt so, wo du denkst, oh geil, bei Sandro Wagner habe ich noch gefeiert, aber damals gegen Hoffenheim. Aber das war ein bisschen drüber. Also es muss auch nicht sein in so einem Spiel. Also in so einem, also es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass es da um alles ging. Das verstehe auch nicht. Ich verstehe auch. Fand ich auch nicht so gut. Fand ich auch nicht so gut. Ich verstehe auch nicht wirklich, was er jetzt damit bezwecken will. Weil das ist doch jetzt ein Spiel, was relativ unemotional geführt wird. Also da, du hast gesehen, viele Ultras waren nicht da und auch das ganze Spiel hatte ja diesen Vorbereitungscharakter gehabt. Natürlich ist es kacke. Es ist extrem ärgerlich, dass wir uns bei einem Spiel, was überall auf der Welt ausgestrahlt wird, halt so abschlachten lassen. Natürlich ist es scheiße. Und da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis lieber gewünscht. Mir war klar, dass wir einen auf den Deckel bekommen. Aber 0-2 hätte jetzt auch gereicht. Ja, und hätten wir uns nicht total, sag ich mal, blamiert. Aber dass Abraham sich dann aufhört wie der letzte Mensch, weil das strahlt ja ab auf die kommende Saison. Der wird jetzt immer gebrandmarkt sein, weil er sich halt genau so schlecht positioniert hat. Und du wirst jetzt immer genau auf ihn gucken, der wird mit Sicherheit mit mehr gelben Karten als in der Vorsaison rausgehen. Hundertprozentig. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass so diese Peak-Aggressivität vielleicht am ersten Spieltag dann da ist, weil das fand ich auch komplett unnötig, auch von Fabian dann. Ja, also man muss ja festhalten, wir wollen dieses Spiel gar nicht überbewerten. Da mahne ich auch jeden, das zu tun. Wenn ich jetzt, ich habe schon das Gefühl, die Leute denken, dass es hier bei uns das wie beim FC Köln ist. Also ja. das natürlich kann das passieren, das nicht falsch verstehen. Klar kann das der Eintracht passieren durch irgendwelche Umstände. Viele Verletzte jetzt und dann verliert die Eintracht die ersten 4 Spiele, bla bla bla. Aber das reicht nicht als Anzeichen. Also Leute, da müssen wir erstmal abwarten. Wenn wir jetzt in Freiburg und dann gegen Bremen auch so katastrophal spielen und die beide Spiele haushoch verlieren, da können wir nochmal reden. Aber so ein Supercup-Spiel gegen Bayern, was für uns von der Vorbereitungszeit mitten in die Vorbereitung fällt. Ja. Also wirklich, dass man sagt, okay, topfit muss man in Freiburg sein. Das sind immer noch 2 Wochen und da kommen vielleicht jetzt auch noch der ein oder andere Spieler. Aber diese Unruhe hat mir dann nicht gefallen, dass man da irgendwie schon sagt, okay, und das wird nichts. Und die, ich will auch Verstärkung, aber wirklich so ein bisschen einfach zu sagen, okay, man muss es einigermaßen rational analysieren. Und sich diese, ganz ehrlich, wenn ich bei manchen merke, dass durch dieses Supercup-Spiel die Pokalstimmung weg ist, ja Leute, dann hinterfragt euch selber. Plastik-Supercup-Veranstaltungsbumskram, wo ich, weil die Zuschauer brauchen gar nicht sagen, die hat genauso wenig Bock wie die Spieler, ehrlich gesagt. Ja. Also was da von den Rängen kam, muss man auch mal sagen. Und was ich gerne mal grundsätzlich sagen will, und es ist lustig, dass der Jalzin das auch gerade gefüttert hat, worüber ich mich heute auch mit einem Freund unserer Sendung, Herrn Lossner, unterhalten habe beim Mittagessen. Ganz ehrlich, wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieses Pokalfinale und diese Leistung im Pokalfinale nicht die Leistung ist, die wir hier in den letzten 2 Jahren unter Kovac oder letzten 3 oder 4 Jahren auch hatten. Die Eintracht hat 2 katastrophale Rückrunden auch gespielt. Vielleicht haben wir auch zu hohe Ansprüche an diese Mannschaft zu denken, okay, durch den Pokalsieg sind wir plötzlich direkt in so eine Mannschaft wie Gladbach damals transformiert worden und haben jetzt auch diese Qualität, weil das haben wir nicht. Nee. Wir sind trotzdem darauf angewiesen, dass dieses Kollektiv immer funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir das auch unter unserem Trainer Kovac gesehen, dann reißt diese Nummer auseinander. Da braucht sich nur 2 Spieler, haben sich bei Kovac, mussten sich verletzen. Dann ist dieses Kollektiv zusammengebrochen. So, und jetzt hast du neue dabei, junge neue dabei, die scheinbar noch nicht mal so weit sind, in den Kader zu rutschen. Dann hast du viel, viel Hektik auf dem Transfermarkt gehabt. Du hast einen neuen Trainer dabei. Manche kamen von der WM und so ein Kram. Also das jetzt, so wie es jetzt ist, sein kann, damit hätte eigentlich jeder rechnen können. Ich hätte mir nur gewünscht,
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das Umfeld so schnell unruhig wird. Ich bin auch ein bisschen unruhig, darum geht's gar nicht. Ich habe nur gedacht, dass man alles, dass alle das ein bisschen gelassen angehen und so ein bisschen mehr Kredit da ist, weil was soll denn Kredit bringen aus einem Pokalsieg? Also, ich weiß es nicht mehr, weil was soll denn höher kommen? Also das genau, ist ich halt. Muss jeden enttäuschen, der denkt, dass das noch weitergeht. Also ja. Jeder, der denkt, dass wir dieses Jahr in die Champions League einziehen und oder vielleicht sogar wieder an den Europapokalplätzen knabbern, ich glaube, den muss ich enttäuschen. Die Eintracht würde eine gute Saison spielen, wenn die einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Und selbst das ist mit dem Europapokal Doppelbelastungskram auch schon viel. Also wenn die Eintracht dieses Jahr 10., 11., 12. wird, können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Mein Ziel ist eigentlich eine relaxte Saison. So Platz 12 ja. im Platz, Zweifel. Ja, 10 bis 12. Natürlich nehme ich auch die 8, aber so, sag mal, 8 bis 12 wirklich geile Dinge im Europacup haben, ja, und im DFB-Pokal noch ein bisschen weiterkommen, so vielleicht über die Winterpause. So, das ist mein Ziel, weil ich will einfach keinen Stress in der Liga haben, aber ist doch ganz klar, dass wir halt nicht, dass wir jetzt hier nicht die Gipfelstürme erreichen und so weiter und so fort. Das ist ganz klar und es ist halt aber auch so, dass du im Sommer jetzt auch wieder Transferkurs landen musst. Einige müssen besser funktionieren, als man es gedacht hat und das wissen wir halt einfach noch nicht, ja. Es gibt so viele Variablen, die gerade bei einem Verein wie Frankfurt halt extrem relevant sind. Das war auch in den letzten Jahren so, da haben einige einfach overperformed, weil du nicht gedacht hast, dass ein Valero so gut funktioniert, weil du nicht gedacht hast, dass Mascarell genau so einschlägt, weil du auch nicht gedacht hast, dass Radetzky einen Trapp 1:1 ersetzen kann und sowas ist es halt und viele genau dieser Spieler sind einfach weg. Ja, und Mascarell ist jetzt auch weg, das ist jetzt nicht so, als hätte der letzte Saison so viel gespielt, aber da musst du auch erstmal hingehen und zu sagen, okay, die Leute können wir wieder gleichwertig ersetzen und es ist halt solange du keine Mannschaft bist, die wirklich immer so konsequent im Champions-League-Niveau spielst, ist es halt so, dass die Eintracht ein Verein ist, der Spiele verleiht, beziehungsweise Leihspieler auf sich nimmt und gleichzeitig irgendwie auch Spiele wieder wegtransferiert. Und dann bleibt halt keine großartige Kontinuität und das heißt, es gibt immer ein Risiko. Und da müssen wir dann einfach sehen, dass wir dieses Risiko bestmöglich minimieren, umschiffen und einigermaßen damit zurande kommen. Und dann will ich aber trotzdem sagen, du hast ja eben das Beispiel Köln angesprochen, für mich greift dieser Vergleich also gerade jetzt nicht. Wir haben mit Rebic einer der wichtigsten Spieler behalten. Sie mussten mit Modest einen abgeben, ohne einen wirklich guten Ersatz zu bekommen. Ich glaube, hätten wir diesen Fehler gemacht, oder sage ich mal, was heißt Fehler? Aber hätte es diese Situation gegeben, dass Rebic abgegeben worden wäre, hätten wir Geld bekommen, hätten wir aber keinen gleichwertigen Ersatz gefunden, dann wäre das Risiko wesentlich größer gewesen. Genau, ich sehe es auch so. Ich sehe, ich kann, nicht, dass die Leute auch denken, dass wir es zu schön reden, weil ich sehe durchaus noch Baustellen. Also das muss man auch mal. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ja, keine genau. Angst. Aber ja. ich will nur, also ich diese Dramatik in den Bewertungen verstehe ich komplett gar nicht. Weil, wie gesagt, da auch noch viele Spieler dabei, die halt auch noch Zeit brauchen. Du kannst keinen 18-Jährigen von Ajax sehr holen und denken, okay, der wird jetzt gleich Stammspieler und rohrt alles weg, so wie Barrejo das war. Das ist halt nicht so. Ich sehe zum Beispiel, wie gesagt, im Tor ist mittlerweile jetzt ein kleines Fragezeichen. Das war vorher schon durch seine Verletzung, durch die Fehler ist es nicht besser geworden. Da muss man abwarten. So, ja. Die Abwehr finde ich immer noch in Ordnung. Abwehr also, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Finde ich vom Spielermaterial her in Ordnung. Wie der Trainer es dann auf den Platz kriegt, ist nochmal eine andere Sache. Gut, und diese Vakanzen, die wir haben, dass wir sagen, okay, wir würden gerne noch einen Symboltransfer für die Mitte haben. So à la Nuri Sahin haben wir jetzt hier mal gesagt, aber auch andere, keine Ahnung, Geis oder irgend so ein erfahrenen Spieler, wo du genau weißt, der kann sofort liefern, der kann sofort spielen. Und halt noch einen für die Außen, aber das war auch vorher schon klar. Und dass die Eintracht letztes Jahr zwei Schlüsselspieler auch erst spät verpflichtet hat, das wissen wir auch. Und wenn selbst wenn nur noch ein Brett kommt, ich glaube trotzdem, dass noch ein Brett kommt, das wird die Leute ein bisschen beruhigen und dann gehen wir in Freiburg und dann ist wieder alles gut. Das hoffe ich. Klar weiß ich nicht, ob es ist, aber so unrealistisch, wie manche tun, ist das nicht. Ja, ich denke auch. Also ich stimme dir zu. Ich finde die Defensive grundsätzlich immer noch gut aufgestellt. Der Sturm auch. Ja. Also mit Haller, Jovic, Rebic, Paciencia, ja, ist das alles in Ordnung. Genau, und das hast du auch nicht vergessen. Paciencia hat jetzt überhaupt gar nicht gespielt. Der wird auch noch kommen. Ja. Dann hast du auf jeden Fall mit Jovic, der jetzt aber auch erstmal wieder reinkommen muss. Das ist halt der Saisonanfang. Rebic wird sich auch wieder annähern müssen. Die müssen auch erstmal zueinander finden. Aber ich glaube auch da ist es von Vorteil, dass Jovic und Rebic sich halt auch schon kennen. Auch in Allaire.
Der wird mir auch wieder ein bisschen viel zu schlecht gesehen. Und auch mit Nikolai Müller haben wir jetzt auch einen Spieler bekommen, der jetzt auch keine komplette Laufkundschaft ist. Der wird uns in guter Art und Weise den einen oder anderen Impuls geben. Und bei Geraldes glaube ich das auch. Aber lass uns einfach mal ein bisschen warten. Ich glaube, die Offensive, bis auf eine Person, die vielleicht noch kommt, ist gut besetzt. Vielleicht sollte lieber jemand noch gehen. Da denke ich erneut an Regota. Da passiert immer noch nichts. Ich glaube, er will vielleicht auch gar nicht. Ein bisschen schwierig. Aber ansonsten finde ich das gut besetzt. Defensive stimme ich dir grundsätzlich auch zu. Ich sehe halt die Problematik immer noch im defensiven Mittelfeld, auch wenn wir da nominell viele haben. Wir haben mit Toro jemanden, der das Potenzial irgendwie andeutet, auch wenn das jetzt nicht großartig gut war. Wir haben mit Fernandes jemanden, De Guzman, viele akzeptable, stabile Spiele. Alain, da hat die Eintracht sich jetzt auch gefestigt, will ihn, hat ihn ja weiter verpflichtet, okay. Aber mir fehlt da halt noch so ein Typ, was du gerade auch gesagt hast. Şahin wäre halt die Wunschposition, beziehungsweise der Wunschspieler. Ganz klar, da will ich auch nicht mehr wegrücken. Lieber Jens, Baumwollhose, ja, da rücke ich nicht mehr weg. Ja, das ist halt, es ist halt genau der Spieler, den ich mehr erhoffe. Das würde halt einfach mega geil passen, auch so vom Gefühl her. Ja, und ansonsten muss die Eintracht mir einfach da noch einen präsentieren, der für ein bisschen Sicherheit im defensiven bzw. zentralen Mittelfeld sorgt. Das wäre schon stark. Ballsicherheit, das glaube ich. Ich finde, dass wir im defensiven Mittelfeld auch, wie du es gesagt hast, von Anzahl her haben wir genug, aber da ist nicht dieser Lenker da dabei. Mhm. Und wenn Gerald das noch ein bisschen braucht und Fabian vielleicht noch wechselt, dann brauchst du da halt noch einen, der kicken kann. Ja. Weil ja, das mit dem Aufbau darf man auch nicht unterschätzen. Also du brauchst trotzdem jemanden, der auf den Ball treten kann, der so ein bisschen diese technische Komponente da reinbringt. Ich bin gespannt, wie das System aussehen wird, weil das ist auch so eine Sache, die hat mir nicht gefallen. Mhm. Da muss ich die Eintracht auch kritisieren, na, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Erinnere mich dran. Aber was ich noch sagen wollte, ja, wie gesagt, du hast gesagt, so ein Transfer für den Maschinenraum finde ich auch geil. Mhm. Und ich fände halt auch noch einen geilen Außenspieler geil. Und da würde ich mir, auch wenn es scheinbar ganz, ganz viel nicht passen würde, ich würde auch Philipp Kostic nehmen für einen normalen Preis. Weil das trotzdem ein Kicker für mich ist, der trotzdem so ein bisschen unsere Qualität auf den Außen anheben könnte. Und der hätte mit Jovic, glaube ich, noch einen Kumpel. Was auch nicht zu unterschätzen ist. Also zumindest so diese Marke. Da gibt es halt, ich gebe ja auch Gerüchte um den einen oder anderen holländischen Spieler, habe ich jetzt auch gelesen. Ja. Aber es ist gut, dass es diese Gerüchte gibt, weil das die Eintracht scheinbar erkannt hat, zu sagen, okay, Müller und Rebic haben wir bis jetzt auf den Außen. Danny Blum zähle ich nämlich nicht dazu. Ehrlich, sorry. Bei all Danny Blum-Fans, das ist für mich maximal Spieler Nummer 4 auf den Außen. Also müsste zumindest so ein Zweier, also die Nummer 2 eigentlich noch kommen. Für mich müsste auch noch jemand kommen, der besser ist als Müller. Weil Müller ist ein solider Kicker. Ich sehe ihn auch so, dass es ein Spieler ist, der 25 Pflichtspiele die Saison macht. Aber ich glaube nicht, dass er alle machen wird. Und dann brauchen wir halt noch jemanden für die anderen 25. Ja, Müller ist auch jemand, der dann halt, den du noch einwechseln kannst und so. Ne? Genau. Also, wie gesagt, das ist das, was ich mir hoffe, ist wirklich einen spielstarken Sechser/Achter und ein Brett auf die Außen. Also bei Kostic scheint man ja wirklich auch im Gespräch zu sein, zumindest bei der HSV und Kostic selbst, dass es halt irgendwie so ist, dass man auch sich darüber ja verständigen kann, vielleicht von einer Riesenablösung so runterzugehen, einfach um den um das Gehalt auch beim HSV wegzuhaben. Kostic würde ich jetzt grundsätzlich nicht so wirklich verkehrt finden. Ja, also das finde ich immer noch eine smarte Lösung, je nachdem, wie viel Geld du dann da reinsteckst. Ich glaube nicht, dass Tony Villena großartig eine Nummer wird. Der ist aktueller Nationalspieler der Niederlande. Das können wir uns auch einfach in diesem Maße können wir uns auch, glaube ich, gar nicht bewegen. Will ja auch, weiß gar nicht, ob er überhaupt das Interesse irgendwie hätte. Feyenoord will es auf jeden Fall nicht. Insofern ist der Käse definitiv gegessen. Aber so jemanden nochmal zu holen in diesem Kaliber, auch Kostic, würde ich gar nicht so schlecht finden. Wir haben immer noch die Thematik, dass wir vielleicht den einen oder anderen deutschen Spieler noch holen müssten. Müssen wir noch mal ein bisschen aufstocken. Aber why not? Also das würde ich nicht ganz verkehrt finden, aber für mich ist halt der Hauptfokus sollte im zentralen bzw. defensiven Mittelfeld einfach liegen und da hoffe ich, dass die Eintracht noch eine smarte Lösung präsentiert. Du hast ja eben angesprochen, es kann ja durchaus sein, dass Fabian noch wechselt. Da gibt es jetzt lose Gerüchte in die Türkei. Er hat ja auch nicht mehr langen Vertrag, der läuft ja dementsprechend bald aus. Vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Ablösesumme für ihn zu kreieren. Ja, das finde ich aber auch einen merkwürdigen Move und das ist genau das, was ich eben kritisieren wollte. Das hängt mit Fabian auch zusammen, weil es so ein bisschen so ein kleines Symptom davon ist. Du hast ja einen Trainer, du holst einen Trainer,
So. Der Trainer will scheinbar 4-4-2 spielen. Also der will quasi eine flache 4 im Mittelfeld haben, irgendwie 2 Sechser und 2 schnelle Außen. Das ist so quasi das, das hat er auch selber immer wieder in Interviews gesagt. Dann richtest du deine Transferpolitik aus, holst nach und nach, zack, 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 sehr viele zentrale Mittelfeldspieler. Ja, und dann fährst du in 2 Trainingslager, das erste geschenkt, weil das erste ist sowieso wahrscheinlich eher so eine Werbetour und so ein bisschen Kondition. Aber dass du dann im 2. Trainingslager, wo die letzten Testspiele so anstehen, nicht mal in der Lage bist, das System zu spielen und der Trainer jetzt sagt, ja gut, ich verschiebe das jetzt ein halbes Jahr und spiele das alte System. Das finde ich nicht so optimal. Das finde ich auch in der Kommunikation zwischen Trainer und Management ein bisschen merkwürdig. Zu denken, okay, ja wie soll ich, wenn ein Trainer mir dann erzählt, ja ich kann das System nicht spielen, weil der einzige Außenspieler, den ich habe, ist Danny Blum. Das kann es ja nicht sein, weil Danny Blum sollte niemand sein, der in irgendeiner Weise eingeplant ist. Also diese Transferpolitik zu sagen, okay, der Trainer hat ein System, da muss ich ein bisschen auch dem entgegenkommen und vielleicht meinen Fokus auf diesen Spielertyp legen. Ja. Du hast jetzt mit Rebic einen, mit Rebic hat er jetzt quasi ein Anführungszeichen Neuzugang bekommen, weil er nicht damit gerechnet hätte, dass er bleibt. Dann hast du mit Müller vielleicht einen, den ich aber vielleicht sogar für sein System auf den Außen dann zu langsam finde. Aber mir fehlt so, ich hätte mir gewünscht, dass der neue Außenstürmer, ja, dass er vielleicht vor Giraldes kommt und dass er halt mit nach Österreich ins Trainingslager kommt. Das verstehe ich nicht, weil der Trainer dann wirklich auch in die Situation gebracht wird, dass er sein System nicht spielen kann. Und ich habe das Gefühl, was wir jetzt gerade machen, und das sah auf dem Platz auch so aus, ist so ein fauler Kompromiss. Ja, das ist genau. Das ist ein fauler Kompromiss und dann kommt nämlich auch so ein fauler Kompromiss wie Fabian, der eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, ist plötzlich wieder da und soll jetzt aber trotzdem verkauft werden. Das heißt, der ist plötzlich in dem wichtigsten Vorbereitungsspiel, ist der Stammspieler, soll aber eigentlich weg. Und dann kommt der wieder ein anderer. Also das finde ich merkwürdig. Ich finde merkwürdig, dass der Kern dieser Mannschaft noch nicht steht, weil sagen wir mal, du hättest jetzt das System und dir würden vielleicht 2 Mosaiksteine fehlen, wo positionsfremde Spieler spielen, die dann durch irgendwelche anderen ersetzt werden. Das ist okay. Du kannst natürlich nicht alle direkt im ersten Trainingslager haben. Aber dann sage ich, okay, ich ziehe mein 4-4-2 durch und mir fehlt auf der 6 noch ein Spielstarker und auf der Außen noch einer, da spielt jetzt halt XY für die Zeit zur Überbrückung. So. Mhm. Ist vielleicht nicht unbedingt seine Position, Fabian ist vielleicht jetzt kein Außenstürmer, aber mache ich jetzt so, um damit die anderen 8 Spieler auf ihrer Position spielen. Und ich habe das Gefühl, ja, dass das jetzt einfach verschoben wurde, dass wir jetzt quasi das Kovac-System spielen. Wir haben hier 3er-Kette, 2 Außen. Und dass der Trainer das aber eigentlich nicht will, aber sein System nicht umsetzen kann. Das ist das Einzige, was mich sehr, sehr irritiert hat im Laufe der Vorbereitung, auch in der Kommunikation, weil es kann ja auch sein, dass das abgesprochen ist. Zu sagen, ey Digga, die 2 Wunschspieler, die du uns genannt hast, das dauert noch. Oder XY. Oder hier. Oder wir müssen abwarten, was mit Rebic ist, um dann zu agieren. Das kann alles sein. Dann verstehe ich aber die Kommunikation nicht, dass der Trainer das öffentlich macht. Weil das ist ja dann scheinbar nicht abgesprochen. Also wenn ein Trainer in die Öffentlichkeit geht und sagt, ey, ich kann mein System nicht durchdrücken, das muss ich jetzt quasi verschieben bis in den Winter. Das verstehe ich. Also diese Kommunikation und diesen Ablauf verstehe ich nicht. Wer weiß, vielleicht verstehe ich es in 3 Wochen, wenn die Transferliste zu ist und ja, vielleicht ist das auch Teil einer gewollten Kommunikationsstrategie, ne? Das auch so zu sagen. Also ich verstehe das aktuell auch nicht, bin auch ein bisschen irritiert. Man hat auch übrigens bei Fabian einfach gemerkt, dass er viel zu übermotiviert war an dem Spiel, ja, indem er sich anscheinend irgendwie so anbieten wollte, was aber komplett nach hinten losgegangen ist, für mein Dafürhalten. Also so bietet er sich halt auch bei der Eintracht halt nicht mehr an, ne? Mit diesen Aktionen. Finde ich extrem schwierig. Ich kann mir momentan auf diese Aufstellung noch keinen wirklichen Reim machen. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir die so gar nicht mehr sehen werden. Wahrscheinlich, ja. Und das ist, ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich rechne wirklich damit, dass wir in der Vorrunde kein 4-4-2 mehr sehen. Also nee. Das, so wie er das immer hat zocken lassen. Sondern dass wir wirklich dieses mit einem Stürmer und 2 Halben dahinter, Gacinovic und Fabian oder Gacinovic und Giraldes vielleicht irgendwann, das fände ich aber gar nicht so optimal. Nee. Weil wir eigentlich aber auch diese Verpflichtung von diesen Mittelstürmern eigentlich auch so darauf ausgerichtet haben, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass 2 spielen. Also du hast ja dann plötzlich, wenn du jetzt wirklich, dadurch, dass du das System nicht spielen kannst, was du eigentlich willst, und stellst jetzt plötzlich vorne um, hat es ja auch den Domino-Effekt, dass du vorne plötzlich nur noch eine Mittelstürmerposition hast. Das heißt, es werden immer von den 3 vorne, wo die alle 3, glaube ich, kicken wollen, werden immer 2 auf der Bank sitzen. Und das finde ich arg viel. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die Nummer sicher ist, dass wir mit Haller und Jovic vorne spielen, hast du ja Paciencia hinten dran. Und vielleicht Rebic, dass du sagst, du spielst immer mit 2 Stürmern. Ja. Und ich hätte. Das sehe ich jetzt nicht. Und jetzt hast du plötzlich Positionen offen, die du dann besetzt vielleicht,
die du aber eigentlich gar nicht haben willst. Und das ist das Komische. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe. Wenn du ein System hast, ein System, wo kein Achter vorgesehen ist, sage ich mal. Also ich habe Hütter so verstanden, dass bei ihm im System gibt es keinen Achter. Ja. Da gibt es zwei schnelle Außenstürmer, da gibt es zwei Sechser und zwei Mittelstürmer. So, das habe ich im Kopf gehabt. Mhm. So, habe ich gedacht, gut, das wird vielleicht dauern, bis die Andreas sich dran gewöhnt und bla 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 bla. Aber jetzt hast du plötzlich Spieler im Kader mit Fabian, mit Geraldes. Die hätten ja in dem System gar keinen Platz. Und dann gibt es dann halt so ein System, wo dann aber die Mittelstürmer wieder keinen Platz haben. Ich finde es gerade so ein bisschen merkwürdiges Rumgeschiebe. Und das trägt ja nicht dazu bei, weil erinner dich, als wir die Diskussion hatten, als Barkok so gut funktioniert. Ja, ja, ja. Das war nur, weil dieses System gestanden hat und er einfach in ein funktionierendes System reingekommen ist. Und dann hat Barkok gezündet. So, wenn jetzt jemand wie Toro oder Geraldes oder selbst der Verteidiger, ein Dicker, wenn die in ein System reinkommen, wo die selbst die gestandenen Spieler noch nicht genau wissen, wo die Richtung hingeht. Das bereitet mir mehr Sorgen als jeder Torwart und jede 5-0-Niederlage. Und das hast du halt auch gemerkt. Und das ist halt genau das Ding. Ne? Das hast du nämlich bei dem Spiel gemerkt. Denn ja, okay, wir haben viele Neue, aber auf dem Platz waren nicht so viele Neue. Auf dem Platz in der ersten Anfangsformation, in der ersten Formation war Toro und Renault. Das waren die einzigen beiden Neuen. Die anderen waren alle eigentlich oder sind Spieler der Eintracht schon über die Saison hinaus gewesen. Und dafür hast du halt gemerkt, dass es halt eine Systemunsicherheit gibt. Und das ist halt ganz wichtig, die in der nächsten Zeit auszumerzen, denn ansonsten wird es echt eng. Und das ist eher das Problem halt, dass es auch nicht verinnerlicht wird, dass es nicht so eingearbeitet wird, wie man sich das halt denkt. Und ich fand es verwunderlich, muss ich sagen, dass wie auch die Bank aussah. Was ist los mit Pacienza? Warum war der nicht mal auf der Bank? Den hätte ich auch ganz gerne mal gesehen. Also, ja, aber stattdessen Leute wie Tabata und Blum. Und Daniel Blum. Das kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Und das war ziemlich merkwürdig. Ich will aber noch mal auf was... Hallo? Marvin? Hallo? Marvin? Was ist denn das denn? Was ist das denn? Waren das jetzt gerade? Okay. Na gut, auf jeden Fall, wir sind wieder da. Wow, okay, was heute los ist. Naja. Okay. Keine Ahnung, kommen jetzt die Aliens oder was? Naja. Gut, zurück zum Thema. Worauf ich auch noch mit dir zu sprechen kommen wollte und abseits von den ganzen Themen. Wir haben ja... Es gibt ja wieder die Gerüchte. Wir haben jetzt über Vallejo kurz auch, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber Vallejo ist ja anscheinend, ihm wird ja nahegelegt, dass es die Möglichkeit gibt, jetzt zu wechseln. Ne? Also, dass er doch wieder eine Leihe machen könnte. Wäre das für uns noch relevant, ja oder nein? Auch wenn ich die Position nicht als aller nötigste jetzt gerade achte, ich würde ja sagen. Okay. Und auch Lorente ist ja, glaube ich, auch noch mit ihm zusammen irgendwie, wurde ihm Wechsel nahegelegt. Also von mir aus können die beide gleich im Doppelpack holen. Mhm. Also, klingt natürlich nicht verkehrt. Hübner hat es aber sofort wieder dementiert. Dagegen haben wir jemanden fest verpflichtet, von dem ich ehrlich gesagt noch keinen blassen Schimmer habe, wie er der Eintracht zu Gesichte stehen wird. Das ist nämlich ein ganz junger Spieler, der jetzt erst den Weg an den Main gemacht hat. Das ist jetzt, glaube ich, auch gerade von ein paar Stunden verpflichtet worden. Martin Pekka, also ein 16-Jähriger, kommt von Olympic Ljubljana, also ein weiterer Perspektivspieler. 16 Jahre... Wow, krass, mehr kann ich dazu nicht sagen, überhaupt keine Verpflichtung, überhaupt keine Einschätzung meinerseits möglich. Ja, ein weiterer Perspektivspieler will ich meinen, vielleicht auch jemand, der sich erstmal ein ganz schönes Stück in der U19 anbieten wird, ne? Ja, also das wird hoffentlich nicht der Außenspieler sein. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Also das sind interessante Verpflichtungen. Wir haben ja mit Chavar auch noch jemanden, der vielleicht dieses Jahr sich zumindest ab und zu in den Kader kicken kann. Ja. Das ist ja auch das, was Bobic angerissen hatte, dieses, dass wir auch viel in die Zukunft investiert haben und was du auch gesagt hast, dass bei einer Mannschaft wie der Eintracht dann halt alles auch passen muss mit den Verpflichtungen. Ist interessant auf jeden Fall, dass die Eintracht halt so ein vielversprechendes Talent aus Slowenien verpflichtet. Je nachdem, wie sich das irgendwann ausarbeitet, werden wir sehen, ob das sich ausgezahlt oder nicht. Ich weiß nicht, wenn ich Martin lese, muss ich an Martin Fenin denken und Angst haben. Ja, das ist halt leider ein bisschen bitter, ja. Aber gut. Das ist auch gar nicht so einfach, so die Balance zu finden. Nein. Zu sagen, okay, wir bauen ein perspektivisches Team auf, wo wir dann wirklich vielleicht, was wir auch immer kritisieren, vielleicht wirklich auch alle Aktien dran halten. Mhm. Zu sagen, okay, das sind unsere Spieler, die dann aber vielleicht eben nicht in diesem Alltagsgeschäft direkt funktionieren. Da müssen wir gucken, wie wir da die Zeit finden, gerade in der Europapokalsaison. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist keine leichte Aufgabe für die Verantwortlichen. Weil wir halt ja auch trotzdem nicht, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch
diesen Sommer schon 11 Millionen für Jovic und Salcedo ausgegeben haben. Das ist halt einfach trotzdem, das ist zwar jetzt nichts Aufregendes, weil die schon da waren, aber das ist trotzdem Geld, was fehlt. Und Rebic hast du auch nichts eingenommen. Dem muss es auch drauf gezahlt. Also es wird auch nicht so sein, dass wir ewig viel Geld noch haben. Da müssen die Verantwortlichen kreativ sein, aber es gibt auch schlimmere Jobs auf der Welt. Also muss man auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein grausamer Job ist für Hübner und Bobic, kreativ sich eine Lösung auszudenken, wie die Eintracht noch im Mittelfeld und auf den Außen Verstärkung kriegt. Also es geht ja auch Verstärkung. Und trotzdem ist es bei mir noch so, und keine Angst, wenn es irgendwann nicht mehr ist, wird es bei mir schnell kippen, aber es ist noch so, dass ich diesen Verantwortlichen noch vertraue. Zu denken, okay, die werden sich mehr dabei denken, als ich mir vielleicht ausmalen kann. Vielleicht ist das alles, vielleicht ist auch alles einigermaßen im Fluss, vielleicht ist das so. Also vielleicht ist es einfach so zu sagen, okay, wir warten noch, wir müssen gucken, wir pokern gerade noch um ein Spiel, das hat die Eintracht ja auch oft gut gemacht, zu sagen, wir warten jetzt noch 3 Wochen, dann rufen wir da nochmal an, dann kriegen wir ihn doch. Hübner hat ja auch gemeint, dass die Transferbemühungen noch nicht gänzlich abgeschlossen sind, was ja eben, auch schon mal... Davon gehe ich auch aus. Also ja. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir noch einen Oho-Transfer auf jeden Fall noch haben, so uiuiui, so. Ob es 2 sind, weiß ich jetzt nicht mehr, da Rebic geblieben ist, aber einer kommt, glaube ich, wirklich noch. Und da müssen wir gucken. Und wenn das denn, wenn nämlich das der Spieler für die Außen ist, sagen wir mal ein Brett auf den Außen, dann weiß ich gar nicht, ob du zwingend noch diesen spielstarken Sechser brauchst, weil dann hast du halt eine andere Statik in deinem Spiel. Dann hast du wirklich eine andere Statik, dass du sagst, okay, die beiden, die auf der 6 spielen, sind vielleicht wirklich de Guzman und Hasebe. Gerade wenn Vallejo vielleicht sogar noch kommt, dann kannst du nämlich Hasebe fürs Mittelfeld komplett freigeben. Dann hast du halt wirklich mit de Guzman einen einigermaßen spielstarken und mit Hasebe eigentlich so eher diesen taktischen Zerstörer. Das ist dann halt so. Ja. Und mit Fernandes. Dann kommen die Impulse aber auch von woanders. Die kommen dann über die Außen und mit den Außenverteidigern im Zusammenspiel und mit den Mittelstürmern. Das ist halt so, das ist eine andere Spielstatik, an die wird man sich auch gewöhnen müssen. Auch wir als Fans übrigens. Ne? Genau. Also du musst auch erstmal als Zuseher dir ein anderes Gefühl wieder geben lassen. Ne? Das ist genau das. Und wenn man ganz ehrlich ist, war der Fußball unter Kovac auch nicht immer der unerfassbar attraktivste. Nein, ach komm. Also jetzt mal, ne? Es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir immer wunderbaren Fußball gespielt. Gerade, wie gesagt, du hast ja eben angesprochen, in beiden Rückrunden war auch viel, viel Schwieriges dabei. Und das ist ja trotzdem in Ordnung. Wir haben ja Unfassbares erreicht. Aber es ist halt auch, trotzdem muss man es auch realistisch sehen, da waren Dinge dabei, die wir nicht so geil fanden. Und dass jetzt Hütte ein anderes System logischerweise als neuer Trainer initiieren will, die Zeit müssen wir ihm auch geben. Das wird auch nicht ganz einfach. Aber ich bin überzeugt, dass viel jetzt mit dem Flow passiert. Und wenn wir jetzt die ersten Spiele nach dieser Niederlage, ganz ehrlich, so ein Warnschuss ist mir lieber im Supercup als irgendwo anders. Weißt du? Ja. Und wenn wir jetzt, wenn er es jetzt irgendwie hinbekommt, ich glaube auch nicht, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wenn ich mir diese ganze Aufstellung so anschaue, dann habe ich eher das Gefühl, so nach Motto, wir verarschen euch jetzt alle. Wir denken mal alle, dass wir total schlecht drauf sind, weil wir jetzt mit einer Aufstellung spielen, mit der wir nie wieder spielen werden. Das ist echt das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwann nochmal Fabian neben Gacinovic so sehen, ja. Also, keine Ahnung, ich kann es gar nicht begründen, aber ich glaube, irgendwie so wird das gar nicht mehr laufen. Auch mit dieser Bank wird das anders sein. Und dann müssen wir das jetzt einfach ein bisschen positiver sehen. Eher noch sollten wir es so tun. Und ich finde es zum Beispiel auch richtig gut, um nochmal ein ganz anderes Thema kurz anzureißen, dass die Eintracht auch auf Führungsebene ja auf Kontinuität setzt. Sportdirektor Hübner hat verlängert, auch Bobic und Hellmann sind jetzt wieder langfristig oder weiter langfristig gebunden. Ich denke, die machen alle wirklich keinen so schlechten Job. Ich glaube, das kann man so erstmal behaupten. Und es ist auch eine schöne Sache, dass wir auch hier Kontinuität haben. Also man hat ja auch gehört, dass Bobic zumindest von anderen Vereinen umworben wurde. Ja, das fand ich auch ein wichtiges Zeichen, auch wenn ich weiterhin, ich bin natürlich positiver gestimmt als am Anfang, aber ich bin bei Bobic immer noch skeptisch. Für mich ist es eigentlich jetzt Bobics erste Saison. Also für mich ist es die erste Saison, weil das ist sein Trainer, das ist sein Team, was die Spieler verpflichtet, aber das hat er ja vorher nicht. Den Einfluss hatte er ja gar nicht. Als Bobic kam, war Kovac ja schon hier. Und da hatte Kovac ja auch noch viel Anteile, was die Strukturen betrifft, was Spieler auch betrifft, weil er viele, viele persönliche mit Rebic, den persönlichen Kontakt mit Boateng auch. Jetzt ist quasi Bobic lang genug da, dass er sich an alles gewöhnen konnte, dass er gut delegieren konnte und jetzt quasi. Und das sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Also ich finde momentan eigentlich gut, was an allen Ebenen bei der Eintracht passiert. Natürlich gibt es überall noch Verbesserungen. Grüße ans Ticketing und an die Trikotgruppe Flocker, aber das sind ja Kleinigkeiten. Also das sollte man irgendwann hinkriegen. Aber was die Eintracht so außerhalb des Platzes, auf dem Platz macht und was so gefühlt mäßig mit den Transfers und mit so Perspektivtransfers passiert, mit Ben Manga und so, das fühlt sich besser an als in der Vergangenheit. Vielleicht muss man auch dann da ein bisschen selber wieder die Geduld lernen. Ich bin gespannt, wie die Saison ist. Ich hoffe sehr,
dass, ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass du das Publikum, was da beim Supercup war und die manche bei Twitter, die darfst du auch wirklich nicht, das darf man auch nicht zu überhöhen. Ich glaube, diese Mannschaft, die wird diese ganze Saison über Kredit haben. Wenn wir sehen, dass die kämpfen, diesen Pokalsieger gewonnen, wenn wir dann sehen, dass ein junger Spieler Probleme hat, die Eintracht-Fans werden da nicht pfeifen. Das wird, dieser Pokalsieger und diese Europapokalspiele werden die Eintracht durch die Saison tragen, ja, und vielleicht auch so ein bisschen dazu beitragen, dass diese Mannschaft wieder Selbstvertrauen kriegt. Ich bin immer noch, es tut mir leid für den einen oder anderen, der es nicht versteht, ich bin immer noch positiv gestimmt, was die Saison betrifft. Weil so dramatisch schlecht sind die Spieler, die wir haben, auch nicht. Also das ist nicht so, dass wir eine Mannschaft haben, die Angst haben muss vor Fortuna Düsseldorf oder so. Also Absteigen. Also ganz ehrlich, die Aufsteiger sind auch nicht so stark, ne? Also ja. Ich muss echt sagen, natürlich ist es okay und auch richtig und relevant und wichtig, Dinge zu kritisieren. Also wir brauchen auch nichts hier weißwaschen, was irgendwie ein bisschen verdreckt ist. Das, darum geht es gar nicht. Aber es geht auch darum, vielleicht Dinge einfach ein bisschen realistisch zu sehen und zu sagen, na gut, okay, guck mal, da läuft es noch nicht und da muss auch ein bisschen mehr eingespielt werden. Vielleicht kommt noch der eine oder andere hinzu, aber die Kader Qualität ist meines Erachtens auf jeden Fall da. Und ich denke, wir brauchen überhaupt keine Angst haben vor Fortuna Düsseldorf. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Angst vor Mainz 05. Das sind echt Mannschaften, die können wir hinter uns lassen, ja. Und Nürnberg. Nürnberg auch. Nürnberg muss auch erstmal sehen, dass sie wieder ein Offensivsystem in der ersten Liga finden. Freiburg. Das wird schwierig genug. Freiburg hat auch wieder ein bisschen Aderlass. Also das sind alles Mannschaften, die musst du aber natürlich auch schlagen. Das ist auch ganz klar. Wenn du jetzt gegen Freiburg gleich am Anfang der Saison spielst, musst du halt auch sehen, dass du da die Punkte holst, ganz klar. Aber im Verlauf der Saison glaube ich schon, dass wir uns durchkämpfen. Das wird nicht einfach, aber das kriegen wir hin. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich mir jetzt aktuell, Stand jetzt, die Freude natürlich nicht nehmen will, weil Europacup wird geil. Ja, eben. Und das werde ich auch weiterhin so sehen. Also ich sehe dieses Horrorszenario Köln auch noch nicht, wie du es gesagt hast, weil wir trotzdem, ich glaube trotzdem, dass wir einen besseren Kader haben als Köln damals. Also ja. Damals, nicht mal so lange her, die Armen. Ja. Das sehe ich noch nicht. Ich sehe auch nicht, dass wir so einen Stress unter den Verantwortlichen haben, wie das in Köln war. Das sehe ich hier überhaupt gar nicht. Gerade hast du angesprochen, Vertrag verlängert und die Stimmung scheint gut zu sein. Die Stimmung im Umfeld ist gut, die Euphorie ist ja auch ungebrochen. Leute, wann hatten wir es das letzte Mal, dass es so einen Run auf Trikots gab? Also ich hatte das nicht, ich habe es ja jetzt live mitgekriegt. Ich habe mir jetzt das Trikot hier gekauft, da als an dem Tag, als Rebic verlängert hat, war ja der Rebic-Flock umsonst. Ja Leute, da gab es nach ein paar Minuten keinen Rebic-Flock mehr. Dann musstest du einen Gutschein ausstellen lassen, dass du wieder hinkommst. Und heute war ich wieder da und dann war es wieder ausverkauft. Also und im Stadion war auch ein Schild draußen an der Beflockungsstation, Rebic ausverkauft, Rebic ausverkauft. Also es ist so eine Euphorie, die wir haben, die müssen wir mitnehmen. Und die lassen wir uns doch nicht von einem scheiß Supercup-Spiel kaputt machen. Nein. Alter, Leute. Also Scheiße, geht doch nicht. Also gegen Bayern, das ist halt ein bisschen blöd gelaufen, aber die Mannschaft ist noch nicht eingespielt. Vielleicht hat Hütter dieses Spiel auch in seinen Vorbereitungsplan einfach auch ignoriert. Er hat gesagt, das kommt mir zu früh und mein Plan ist auf Freiburg ausgerichtet und wir müssen hoffen, dass so eine Leistung wie gegen Bayern vielleicht irgendwie gegen Ulm reicht, was auch nicht so einfach ist, weil die Erster sind. Ja. Ja, und vielleicht ist das sein Plan und vielleicht wird es auch noch dauern. Vielleicht dauert es länger, als es mir selber persönlich und den meisten lieb ist. Das Ding ist, eigentlich können wir es uns nicht erlauben, aber dafür kann Hütter nicht, sondern nur der Spielplan. Also das Ding ist eigentlich, du musst eigentlich die ersten zwei Spiele gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Ja, leider. Weil du spielst danach gegen Leipzig und Dortmund. Und wenn du aus den ersten zwei Spielen, sagen wir mal, nur einen Punkt holst und dann verlierst du gegen Leipzig und Dortmund, dann hast du noch vier Spiele, nämlich Diskussion mit einem Punkt. Und das ist scheiße. Die Eintracht muss in Freiburg einfach gewinnen, dann ist Ruhe. Ja, das ist. Dann spielst du gegen Bremen unentschieden, was weiß ich. Und dann hast du wenigstens nach vier Spieltagen vier Punkte und dann hast du Europapokalspiele, dann ist alles einigermaßen im Flow. Weil diese Köln-Dynamik, das wäre schon übel, wenn wir da so ein Pech, weil gehört nämlich auch nicht nur Unvermögen, sondern du kannst auch Pech haben. Ja. Dann spielst du in Freiburg irgendwie auf gleichem Niveau und dann gibt es komischen Videobeweis, zack, dann verlierst du gegen Bremen unglücklich, zack, diese Spirale. Und das ist so eine kleine Angst, die ich in mir trage, dass da auch Faktoren reinspielen, die du dann nicht beeinflussen kannst. Das heißt, ja, dass man hat irgendwie, man will es auch Eintracht-Fans, glaube ich, ich verzeihe es auch jedem Eintracht-Fan, weil man muss ja auch sagen, man hat als Eintracht-Fan, ganz ehrlich, Marvin, wenn wir jetzt die letzten Monate betrachten, dieses Erlebnis, was wir alle zusammen in Berlin hatten und so, du denkst als Eintracht-Fan manchmal, okay, das war eigentlich echt und jetzt kommt Europa dazu. Du denkst ja eigentlich manchmal, okay, das war echt zu schön, um wahr zu sein. Und eigentlich ist die Eintracht ja was anderes gewesen. Das war immer diese Liebe, die dich trotzdem immer aufgeregt hat. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch nicht so schnell rauszukriegen, dass du plötzlich, und mir fällt es auch schwer, komplett allen zu vertrauen. Weil wenn du jetzt denkst,
Ja, dann holt die Eintracht, holt irgendwie einen 18-Jährigen von Ajax. Dann will ich das erstmal positiv sehen, habe aber natürlich im Hinterkopf und denke, okay, vielleicht ist es auch der nächste Belaid. Ja. Vielleicht ist auch Giraldes der nächste Caio. Vielleicht ist, also verstehst du, was ich meine? Ja, vielleicht aber ganz ehrlich, wenn wir... Paciencia der nächste Rob Friend, wer weiß es schon. Ich habe gehört, ja, der soll nicht so aber gut im Training. Aber ich verstehe das, aber andererseits musst du halt auch mal sagen, ja, natürlich kann das so sein, aber genau die Leute, die du aufgezählt hast, mit auf Belaid, das waren eher alte Säcke. Rob Friend war halt ein alter Sack. Und das war halt jetzt keine mega Trainings-Scouting-Leistung von wegen, oh, den haben wir jetzt lang gescoutet. Nee, der Rob Friend ist irgendwie, der ist vor Bruchhagen in der Nase rumgelaufen und irgendwie gedacht, okay, müssen wir wahrscheinlich verpflichten oder sowas. Ja, keine Ahnung, aber das war ja nichts Starkes. Aber wenn ich mir angucke, dass halt im Ausland geguckt wird, dass so ein Dicker überhaupt nach Frankfurt kommt, da ist ein Konzept dahinter. Und daran glaube ich. Und ich glaube auch, dass dieses Konzept fehlgehen kann. Aber nicht in der Konsequenz, wie das davor war. Ich glaube nicht, dass wir den Fehltransfer leisten, den Fehltransfer, den. Du wirst aus 10 Transfers, die du machst, vielleicht 3, 4 gute haben. Aber davor hattest du bei 10 Transfers, die auch alle irgendwie bekannten Namen waren, waren so 2 gut oder so. Ich glaube, dass die Schlagzahl höher ist mit diesem System, mit der Tatsache, dass wir mit Ben Manga und Co. Leute da haben, die wissen, worum es geht. Und ich denke, das hilft uns qualitativ. Und ich denke, darin müssen wir vertrauen. Das heißt, für dieses Vertrauen haben sie sich eigentlich in den letzten Jahren schon aufgebaut. Und solange das Bestand hat, das heißt, nicht nur die oberste Führungsriege, nicht nur Bobic, nicht nur Hübner, sondern auch alles, was da drunter ist. Solange das Bestand hat, glaube ich, können wir positiv in die Zukunft gucken, die natürlich rocky sein wird, das ist ganz klar, allein aufgrund dieser Dreifachbelastung. Aber daran sind wir gewöhnt. Das haben wir beim letzten Europacup-Auftritt haben wir es auch mitgemacht. Letztens hat uns doch hier der liebe Hertha-Fan hat uns doch eine Erinnerung geschickt an das 0-5 bei Berlin. Da habe ich mir gedacht, ja, gut, haben wir, war das 0-5? Keine Ahnung, 1, ich weiß 6, nicht. Ich. Also ein richtig bitteres erstes Spiel. Und das war ein Pflichtspiel. Das war in der Bundesliga. Und trotzdem hatten wir eine geile Saison. Warum hatten wir eine geile Saison? Weil wir eine geile Europa-League-Saison hatten. Wir haben uns das nicht vermiesen lassen. Wir wussten, es war schwer. Und wir haben auch keine 40 Punkte in der Saison geholt, sondern haben, glaube ich, die Saison auf gerade so Nicht-Abstiegsplatz mit 36 Punkten belegt. Das war eine schwierige Kiste. Aber wir haben es hinbekommen. Und im Zweifel bekommen wir es auch dieses Jahr wieder so hin, wenn wir dann im Gegenzug wieder elementare Dinge sehen, irgendwo hinfahren, die unser Fanleben einfach bereichern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn das hält uns ja jetzt auch. Denn natürlich, du kannst jetzt ganz tief fallen. Stell dir mal vor, wir hätten alles nicht erreicht. Wir wären jetzt nicht in Europa. Wir hätten ganz knapp das verpasst. Wir hätten irgendwie wären nicht deutscher Pokalsieger geworden. Aber Leute, Alter, deutscher Pokalsieger, hallo? Da reden wir in 10 Jahren noch drüber. Und das will ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen. Nehme ich mir auch nicht, weil ich glaube, ich habe trotzdem die Katastrophenangst, die habe ich auch wahrscheinlich irrational, aber ich glaube nicht, dass hier alles auseinanderfliegt wie in Köln. Glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das alles auseinanderfliegt. Natürlich haben wir vielleicht eine schwierige Saison. Aber wer weiß, Leute, vielleicht haben wir eine geile Saison. Wer sagt das? Also wer sagt mir, dass diese Mannschaft nicht auf einmal abgeht? Da sind auch viele Spieler dabei, die haben bestimmt noch keiner drin. Ich finde zum Beispiel Kacinovic, guck dir doch mal den an. Also natürlich, ist natürlich schwierig, bei so einem 0-5 jetzt jemanden positiv hervorzuheben. Aber Kacinovic ist die ganze Zeit in der Vorbereitung einer der Spieler, von denen ich sage, geil. Der will. Ja, gut, das habe ich bei mir schon öfter gedacht, aber naja, mal gucken. Ja, ich weiß, aber auch da ist es ganz wieder im Endeffekt hast du genau das Gleiche angesprochen, was ich eben ansprechen wollte. Da sind auch viele Spieler dabei, sind den letzten Schritt noch nicht gegangen, nicht mal den vorletzten. Also da sind Spieler wie Jovic, Aller drin, die sind mit Sicherheit nicht auf der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit. Da, wie du es gerade Gacinovic angesprochen, Salcedo, Da Costa, Willems. Das sind alles Spieler, die können auch noch besser spielen. Ja. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Wundertüten drin. Also ich sag mal so, wenn die Eintracht nicht unfassbar großes Verletzungspech hat, dann hat die Eintracht schon erste gute 14, sag ich mal. Jetzt schon, ohne wenn jetzt keiner mehr kommen würde. Dann hast du noch Rebic drin. Das sollte reichen, um irgendwie zumindest ein, zwei geile, begeisternde Europapokalnächte zu erleben, im Pokal zu überwintern und in der Liga nicht abzusteigen. Und das, ich glaube, mehr kann man auch nicht verlangen. Also das ist, glaube ich, nicht so, dass du verlangen kannst, dass die Eintracht es schafft. Ja. Mit den trotzdem immer noch begrenzten Mitteln im Gegensatz zu anderen, dass die jetzt irgendwie solide Achter werden, wenn die im Europapokal spielen, das ist halt unrealistisch, sorry. Ja. Und
Und wenn es jetzt ein harter Weg ist und der sich irgendwie auf lange Sicht auszahlt, dann sind auch, glaube ich, alle Fans bereit, den mitzugehen. Ja. Und dieses von wegen, dass sich ein Gefühl entwickelt, dass irgendwie hier so ein Armin Fee hinkommt, der irgendwie morgens verschläft und der irgendwelche komischen Spieler holt und der eine ist dann außen vor, das habe ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl bei der Eintracht trotzdem so ein bisschen, da ist zumindest ein Weg eingeschlagen, ob der klappt oder nicht, ja, werden wir sehen, aber zumindest ist das, was wir immer verlangt haben, so ein bisschen einen Weg zu erkennen, das ist trotzdem da, wenn man das mal so ein bisschen aus einer größeren Perspektive betrachtet. Und ich hoffe einfach, dass die Eintracht auch weiter dafür belohnt wird und dass man diese Euphorie, die trotzdem ungebrochen in der Stadt auch weiterbleiben wird jetzt in der nächsten Zeit, dass die weitergetragen wird auch von der Mannschaft und dass man vielleicht wirklich einfach mit einem Sieg in Freiburg, was auch nicht unmöglich ist, diese Diskussion einfach auch schnell beendet. Ja, zack. Glaube ich auch. Und ich denke auch, dass irgendeine Neuverpflichtung noch dafür sorgt, dass die Stimmung wieder positiver wird. Bei einer Sache mache ich mir jedoch wirklich ein bisschen Gedanken. Und zwar habe ich das vorhin schon mal angedeutet. Und zwar die Tatsache, dass wir einige Spieler trotzdem nicht losbekommen aktuell. Ne? Also wenn ich mir anschaue, auch so leid es mir tut, Marc Stendera wird kein großartiger Teil dieser Mannschaft mehr werden. Gerade unter Hütter kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Aber da gibt es auch gar nichts. Du hörst nichts, oder? Nee, komisch ja auch. Da laufen, wer weiß, was da im Hintergrund läuft, aber die Eintracht hat schon viele, also von den Streichkandidaten ist ja nicht einer untergekommen. Überhaupt gar nicht. Also, er ist momentan noch ohne neuen Verein. Daichi Kamada hörst du auch überhaupt nichts und Ragota, ja, hörst du ein bisschen was. Da war, wie gesagt, Hannover 96 mal interessiert, aber da wollte anscheinend zu viel Geld. Und Nürnberg, ja, so leises Interesse, aber auch da, was ist denn da los? Ist es wirklich so, dass die Spieler alle kein Interesse haben, irgendwie dauerhaft sich eine neue Herausforderung zu suchen? Also es ist wirklich, wirklich tricky und also bei Stendera verstehe ich es zum Beispiel auch gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Stendera jemand ist, der im Verlauf einer Saison sich bei einem mittelmäßigen so mittelmäßigen Erstligisten vielleicht ja bei Fortuna Düsseldorf oder so normalerweise durchsetzen könnte oder zumindest, also der ist doch nicht verkehrt, der ist halt für das Spielsystem nicht mehr da, aber trotzdem, das ist doch kein schlechter Spieler. Gut, aber vielleicht wechselt der auch nach Mainz, keine Ahnung. Ja. Sowas. Super. Ja, keine Ahnung, ich finde es auch merkwürdig, es ist vielleicht wirklich durch diese Zurückhaltung in England auch nicht so viel Bewegung drin gewesen, wie die viele Leute gedacht haben. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube wirklich, dass Leute gedacht haben, da bewegt sich viel, viel, viel mehr. Mhm. Manche haben ihren Share gemacht. Aber Mainz hat, glaube ich, noch Muto, irgendwie sind die noch losgeworden. Muto hat auch noch mal 11 Millionen reingebracht, glaube ich. Ja. Aber die richtigen Baba-Transfers sind trotzdem aus der Premier League zumindest ausgeblieben. Wir haben jetzt noch zwei Wochen, glaube ich, zweieinhalb. Gucken, was noch passiert. Aber ja, gut. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, auch für den Spieler, weil... Mir tut's auch leid. Also ganz ehrlich, yeah. ich mag Stendera und ich will eigentlich, dass er irgendwo Erfolg hat, aber die Sache ist, du musst ihn auch mal suchen. Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie was sich bewegt und es ärgert mich komplett, weil ich fand immer, der ist immer noch 22, ja? Es ist ja noch wirklich kein Alter, wo du jetzt sagen musst, okay, der geht jetzt irgendwie, was weiß ich, der geht jetzt nach Neuseeland oder was weiß ich. Aber gut, ich meine, der könnte es machen wie Bräuch. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass du halt sagst, du gehst nach Australien, wenn du Bock hast und vielleicht ein gutes Angebot und halt dich dort als Spieler, der eine gewisse Spielstärke ja durchaus hat, aber halt einen anderen Akzent darauf legt. Warum nicht? Das wäre ja für ihn vielleicht auch nicht verkehrt. Also jeder muss ja auch sehen, dass er irgendwie seines eigenen Glückes Schmied wird. Und er hat ja diese Qualitäten, ja, aber vielleicht halt nicht mehr für den deutschen Profifußball, der natürlich auch krass leistungsgetrimmt ist, der natürlich eine Grundschnelligkeit voraussetzt, bei den anderen nur mit den Ohren schlackern oder so. Ja, gerade bei Hütter wird es halt noch extremer. Es ist halt einfach so. Aber ja. Na gut, wie gesagt, es sind da noch zwei Wochen Zeit. Da werden da noch der eine oder andere wird sich verletzen, dann wird da ein Platz frei und hier und da. Und vielleicht wird wieder alles ganz anders. Genau, wer weiß das. Ja. Wer weiß, vielleicht wird Fabian Stammspieler doch. Aber wie geht's dir denn aktuell so? Wie geht's dir denn aktuell so? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen lange über die Eintracht gesprochen, irgendwie so richtig viele Neuigkeiten sehe ich danach jetzt nicht mehr, nachdem wir jetzt... persönlich aktuell geht. Ja, wie geht's dir denn? Ich bin noch ein bisschen fertig vom Wochenende. Ja. Naja, weil ich denke, ich meine, wir können jetzt hier noch 5 Stunden über die Eintracht sprechen, aber so richtig viele Neuigkeiten haben wir jetzt nach dem, was wir jetzt eh schon abgehandelt haben, auch nicht mehr. Es ist immer noch vieles im Flow. Wie gesagt, die Eintracht holt jetzt wieder vermehrt 16-Jährige. Und da will ich doch einfach mal fragen, wie es dir so geht. Also, ja, um ein bisschen Eintracht-Bezug zu lassen, ich hab Bock
Bock, jetzt nach Ulm zu fahren. Ja. Grüße an. Du bist auch dabei, ne? Du bist, genau. Ja, okay, sehr geil. Ich fahre auf jeden Fall hin. Treffe da auch unseren treuen Hörer Felix, Grüße, der uns, den wir auch mal hier zu Gast hatten. Ah, sehr schön. Der cool. im Irak stationiert war und von da die Eintracht verfolgt hatte. Der wohnt da in der Nähe und mit dem werde ich auch das Spiel besuchen und mit auch vielen anderen, Julian, Chris und alle, auch alles Freunde unserer Sendung. Mhm. Eintracht Podcast verbindet. Ja, darauf freue ich mich sehr. Und so wirklich in diesen Fußball-Spirit, so dieses von wegen, boah, geil, es geht wieder los, den werde ich ehrlich gesagt erst vor dem Freiburg-Spiel haben. Da werde ich auch hinfahren. Mhm. Und also das ist so dieses, ich habe mein Kicker-Sonderheft hier liegen, ich habe das Elf-Freunde-Sonderheft durchgelesen, beides kann ich empfehlen. Also meine Bundesliga-Saison hat gefühlt für mich noch nicht angefangen. Dieser Supercup war wirklich so ein kleines Sommer-Event dazwischen. Das fällt für mich in eine Stufe und normalerweise hätte ich es gar nicht besucht. Für so ein Spiel wie gegen FC Tokio oder sonst irgendwas. Gegen Chelsea hatten wir, glaube ich, auch schon mal gespielt. Ja, Chelsea war damals ganz geil, war ich mit meinem Vater immerhin 2-2, ja. glaube ich, damals. War ganz lustig. Genau, das ist so, also das fällt für mich da rein. Da will ich gar nicht viel, noch nicht so viele Bewertungen reinmachen. Es wird natürlich jetzt auch spannend, die zwei Wochen, was im Transfermarkt passiert, auch wenn ich mir da ein bisschen angewöhnt habe, das gar nicht mehr so an mich ranzulassen. Bei Rebic habe ich am Anfang die ganze Zeit irgendwie fast jeden Tag irgendwie rumgelesen. dann gab es das. Das werde ich mir jetzt die letzten zwei Wochen abgewöhnen. Ich werde gucken, wenn es auf der Eintracht-Seite steht, wer da ist. Und dann gucken wir mal, wie unsere Aufstellung vom Freiburg-Spiel aussehen würde. Aber das ist für mich, da zählt es für mich. Und wenn wir da verlieren, dann bin ich auch enttäuscht. Mhm. Weil das ist dann kannst du sagen, okay, genau. Scheiße, jetzt gehen wir gegen Bremen unter Druck. So. Ja. Das sehe ich jetzt auch nicht. Also mir geht's momentan hervorragend. Wie geht's dir denn? Ja, auch ganz gut. Also ich war der Urlaub. Ja, Urlaub war ganz gut. ja, genau, in Bukarest gewesen. Habe mir mal angeguckt, wo wir dann wahrscheinlich. Keine Spieler mitgebracht, jetzt ja auch mal ein Spieler. Ja, das sagst du. Ich habe es nur noch nicht offiziell in trockenen Tüchern. Ne? Ich meine, bin heute erst wiedergekommen. Wir müssen noch Verhandlungen führen. Nein. nee, das erstmal nicht. Aber für mich ist es auch so, jetzt um den Eintrachtbezug immer noch zu wahren, für mich ist es halt ganz klar, dass ich jetzt die nächsten Spiele abwarten will. Ulm müssen wir irgendwie, das wird kein gutes Spiel, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, wir müssen einfach uns durchlavieren, ja. Machen wir halt ein 3-2 oder irgend sowas. Es wird ein Kack-Kick, aber ist mir dann auch scheißegal. Wichtig ist halt, dass wir gegen Freiburg irgendwie was mitnehmen. Und dann sind halt leider meine Augen ganz klar darauf gerichtet, dass wir am 31. am Freitag schon wissen wollen, wo wir europäisch spielen, ja. Also das, da wird nochmal ein neues Feuer gezündet, da bin ich ganz sicher. Gar nicht mehr so lange, ey. Ja. Das ist gar nicht mehr. Und ansonsten habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich verfolge jetzt die dritte Liga relativ regelmäßig, habe jetzt in die zweite mal reingeschaut. Die Bundesliga ist immer aber auch sehr, sehr merkwürdig von ihren Transfers her. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nie gedacht, lass uns mal ein bisschen aufs große Ganze gucken. Wir sind jetzt auch in der Saisonvorbereitung, können wir ja mal schauen. Also so ein Thilo Kehrer zu PSG, ja, kann man machen, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, finde ich aber einen smarten Transfer. Ich finde, der Spieler ist geil, der hat einen guten Trainer, der auch auf ihn bauen wird. Ja. Das ist für ihn ein guter Move. Also, ja. Ich weiß nicht, das ist für mich eine andere Nummer als Traxler damals eingewechselt. Ich glaube, dass Tuchel trotzdem mehr Plan dahinter hat, als jetzt irgendwelche Leute zusammenzukaufen. Das ist krass, 37 Millionen ist auch nicht wichtig. Bin gespannt, wie Schalke, ob die das nochmal reinvestieren jetzt. Fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Transfer, weil der natürlich auch so diesen Domino-Effekt mit Boateng hatte, dass Jerome Boateng jetzt plötzlich wahrscheinlich sogar bleibt bei München, nachdem das so klang, als wenn er schon fast weg wäre. Dann aber irgendwie Mourinho abgesagt hat und jetzt auch noch Paris auch die Stelle besetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ansonsten. Also jetzt bleiben wir mal bei der Boateng-Sache. Das wundert mich sehr. Also ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er jetzt nicht zu PSG wechselt. Das finde ich jetzt per se auch gar nicht so dramatisch. Aber was ist denn los? Ich finde, Boateng, wenn der fit ist, ist immer noch einer der absolut geilsten Fußballer, die es gibt. Ja, aber es gab ja diese merkwürdigen Aussagen von Rummenig immer, dass, ja, wenn er wechseln will, kann er wechseln. Und da gab es Gerüchte um Manchester und PSG. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass er halt mal vielleicht ein neues Ziel sich sucht. Aber dass das jetzt irgendwie gar nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat, wundert mich schon, weil ich finde, das ist ein Spiel mit der krassen Qualität eigentlich. Ja? Mich wundert es auch. Es gab ja auch diese Gerüchte, dass Hummels und Boateng sich hassen. Und dass er deswegen auch keinen Bock mehr hatte. Ja, mich wundert es auch. Ich hätte auch eigentlich gedacht, dass Boateng Innenverteidiger ist, der sich quasi seinen Verein aussuchen kann. Ja, also, auf jeden Fall. Also so zu denken, ey Leute, ich komme zu euch, okay, komm. So, das wundert mich auch, weil ich weiß, ich kenne deine Hintergründe nicht. Aber gut. Da müssen wir dem Karl-Heinz Rummenig dankbar sein, dass er in der Bundesliga gehalten hat. ja gut, vielleicht wechselt er ja doch noch oder so. Vielleicht geht es dann eher so Richtung
Juve oder so. Ja, vielleicht suchen die noch jemanden. Könnte auch sein, ja. Ja, man aber weiß. Ich glaube, die haben die nicht Bonucci zurückgeholt, ich weiß nicht. Ja, mehr. Gut, aber er ist jetzt auch nicht mehr Jungs. So krass bin ich jetzt auch nicht drin. Ja, aber ansonsten, was hast du für ein Gefühl von der Bundesliga? Ich muss sagen, es haben alle irgendwie als Sensation gefeiert und war auch irgendwie mal ganz interessant, aber ich bereue sehr, dass Köln und Hamburg abgestiegen sind. Ja, gut. Weil das die Attraktivität der Bundesliga nicht gerade gesteigert hat jetzt alles. Also man muss schon sagen, du hast am ersten Spieltag jetzt nicht die Knallerpartien und das wird sich so ein bisschen durch die Saison ziehen. Ja. So dieser krasse Bundesliga-Hype ist bei mir noch nicht ausgebrochen. Nee, auch gar nicht. Also ich muss... Dass ich denke, oh krass, das wird voll spannend, weil... außer, dass ich das Projekt Dortmund interessant finde mit Favre, bin ich mal gespannt, wie er das angehen wird. Aber ansonsten muss ich sagen... Es ist halt genau... Es sinkt von Sommer zu Sommer meine allgemeine Bundesliga-Freude. Eintracht ist ungebrochen durch den Pokalsieg in Europa sowieso. Das trenne ich auch mittlerweile. Aber so diese, wenn ich jetzt hier meinen Kickers-Onheft gerade in der Hand habe und blätter so durch, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, krass. Sehe ich übrigens ich das, ganz genauso. Ja, nee, sorry. Nee, weil du mich letzten, jetzt... Den letzten Take, weil das ist immer so mein Maßstab. Ja. Wenn ich mein Kicker-Manager-Team aufstelle... Und mir so die Spiele anschaue, die da so im Angebot sind, dann hast du ja immer so diese teuren Spieler, die du dir eh nicht kaufst, aber guckst halt mal. Das wird in den letzten Jahren immer weniger, ja. Muss ich sagen. Also das ist so, dass du wirklich die Bundesliga nicht mehr diese absoluten, ja, so wirkliche Brecher, Kracher, Dinger, Transfers gabst. Diesen Sommer finde ich eigentlich gar nicht. Bayern war sehr zurückhaltend. Mhm. Also du hast nicht so dieses, dass du denkst, oh, auf den bin ich jetzt mal gespannt. Finde ich interessant. Das ist sehe ich ganz genauso. Das ist halt genau der Punkt. Also für mich ist es leider so, dass ich kaum Vorfreude auf die Bundesliga allgemein habe. Ich sehe es auch ähnlich wie du, dass der BVB ein mega spannendes, geiles Projekt auch irgendwo ist, auch wenn ich nicht, also keine Ahnung. Ja, was, also so ein paar Transfers kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Aber ich finde es halt geil, dass Axel Witzel endlich mal wieder bei einer in der Liga spielt, die einigermaßen noch, ja, keine Ahnung, so ein Competitive Mode hat, ja, weil Witzel war für mich eigentlich die ganze Zeit, ja, war in Russland und dann war er jetzt in China und so. Also ich bin mal gespannt, wie er performt in der Bundesliga. Ich denke, dass Marius Wolf eine richtig geile Saison spielen kann. Für mich ist Dortmund ein extrem spannendes Feld. Ansonsten, mir fehlen auch die richtig großen, geilen Verpflichtungen. Das ist halt einfach so. Also es gibt sehr, sehr viele Abgänge. Zum Teil auch, finde ich schade. Ich hätte mir von Douglas Costa eigentlich noch mehr erhofft, als er bei Bayern war. Das ja, war jetzt irgendwie, wurde jetzt nicht ganz so eingelöst. Mir fehlt halt so der letzte Kick. Vielleicht war da nicht viel möglich, weil vielleicht war nach der Weltmeisterschaft eigentlich der Markt auch ein bisschen zu krass, ja. Schwierig. Also gut, wenn Mitchell Weiser mit 12 Millionen einer der Top-Transfers in dieser Saison ist, wow. Weiß nicht, ist nicht so geil. Das ist aber ein guter Maßstab, den du da reingebracht hast. Wenn das, weil jetzt aber ganz im Ernst, ich will jetzt auch nicht zu sehr in den 93-Mode verfallen, aber ganz ehrlich, wenn ich die Bundesliga durchgehe, ja. Dann hast du 18 Vereine und für mich ist über die Hälfte uninteressant. Und das ist schon eine Hausnummer. Also ja. Das ist eine Hausnummer zu sagen, okay, es sind 18 Vereine da und ich habe Interesse an Bayern, weil es mich interessiert, wie es mit Kovac ist. Ja, klar. Schalke ist per se ein interessanter Verein, so, aber dann kommt Hoffenheim, interessiert mich überhaupt nicht so. Dortmund hast du angesprochen, ist ein interessantes Projekt, so, aber dann kommt Leverkusen, Leipzig, Hertha, Augsburg, Hannover, Mainz, Freiburg, Wolfsburg, Düsseldorf, Nürnberg. Das sind alles Vereine, die interessieren mich nicht. Also das ist nicht so, dass ich dann auch als Außenstehender irgendwie drauf gucke, ach, das ist immer interessant, was passiert. Stuttgart finde ich noch ganz interessant. Stuttgart finde ich mega interessant. Genau, also Stuttgart ist so gefühlt so ein Stuttgart ist quasi das Belgien der Bundesliga gerade so ein bisschen. Du hast das Gefühl, das ist schon so ein kleiner Geheimfavorit auf die europäischen Ränge, weil die sich sehr, sehr gut verstärkt haben. Kann aber auch komplett in die Hose gehen. Also, weil es ist immer noch Korkut da Trainer. Aber das ist zum Beispiel ein Verein, da verfolge ich, was passiert. Gladbach ist, ja, alleine, weil es Gladbach ist, finde ich es interessant. Bremen habe ich angesprochen, aber der Rest, das ist wirklich, das ist nicht ein unfassbar attraktives Starterfeld Bundesliga allgemein. Das muss man, das sollte sich auch nicht zu kulturpessimistisch an, muss man aber so sagen. Da sind viele Vereine, die bocken mich, die berühren mich emotional gar nicht. Aber ich wollte jetzt auch deine Stuttgart-Anmerkung nicht abwürgen, weil ich finde die auch sehr, sehr interessant. Ja, nee, also ich meine, auf der anderen Seite ist es ja so, die können uns ja auch alle positiv überraschen. Kann ja auch sein, ja, dass die, dass wir aus einer mittelmäßigen Saison starten und im Endeffekt, muss man sagen, krass voll durchgestiegen hier, wie jetzt, keine Ahnung,
die Eintracht performt. Nein, ja, aber, ja, genau, also das kann natürlich sein, aber ich finde halt Stuttgart grundsätzlich einfach mega interessant, denn ich denke, das war eine sehr smarte Verpflichtung, dass sie Gonzalo Castro geholt haben, ja, alter Bekannter, die Didavi ist auch wieder da, ne? Das waren smart und dann für mich mega geil, der Transfer von Kempf. Ja? Das ist ein guter Spieler und den haben die ablösefrei bekommen, wenn ich das richtig sehe. Die haben den vom SC Freiburg ablösefrei bekommen. Marc-Oliver Kempf wird bei Stuttgart zum Nationalspieler. Das sage ich dir. Wenn das alles so läuft. Und ich glaube, dass da kann was entstehen. Für mich ist Stuttgart in dieser Saison einer der potenziellen Kandidaten, die hier durchsteigen können, ohne dass ich jetzt alle 18 Vereine bewerten will, weil ganz ehrlich, ich habe auch ehrlich überhaupt gar kein Interesse, wirklich kein Interesse, mir da anzugucken, was der FC Augsburg da gerade macht. Sorry. Ist halt so, ja, nein, das ist gar nicht böse gemeint. Es geht ja wirklich, weil du gesagt hast, wie geht's dir, Basti? Ja. Das ist ja wirklich nur so ein persönliches Empfinden. Ja, klar. Klar leistet der FC Augsburg gute Arbeit und die machen auch smarte Transfers. Sie haben mit Finn Burgersson auch einen interessanten Spieler, Daniel Bayer auch. Das Ding ist halt einfach nur, es geht darum, mich bockt's halt nicht. Ja. Mich bockt's nicht, dass ich denke, wow, geil, wie Eintracht spielt in Augsburg, da muss ich unbedingt hin. Das ist trotzdem was anderes, als wenn ich sage, Eintracht spielt in Köln. Das sind so Sachen, es ist, wie gesagt, nur das persönliche Interesse, aber da sind mittlerweile mir zu viele Vereine dieses Kalibers. Da ist Wolfsburg, das bockt mich auch nicht, die sollen von mir aus abschmieren. Ja, Wolfsburg macht mich andauernd aggressiv, ja. Aber, wenigstens etwas. Aber hier, ich habe gehört, sie sind Trikot-deutscher Meister. Also wenn das der einzige deutsche Meistertitel bleibt in der Saison, von mir aus gerne, ja. Sehr gut. Naja, und dann hast du ja, wie gesagt, es ist halt. Wir sind auch ein Vereinspodcast, wir dürfen das ruhig mal sagen, dass uns gewisse Vereine einfach nicht so interessieren. Ja, also ja eben, wollte ich gerade sagen. Also es ist wirklich, und ja. Leipzig-Hoffenheim-Nummer, die ist aus anderen Gründen interessant, aber da bockt sie mich auch nicht, wen die holen und was die machen. Also es ist wirklich so, ich habe mittlerweile ja nicht mehr dieses Gefühl, oh geil, sage ich mal, die Eintracht spielt freitags, dass ich sage, oh geil, Samstag 15:30 die Bundesliga ist. Also da muss, wenn ich Zeit habe, schaue ich es, aber es ist nicht mehr, ich hatte früher, das habe ich jetzt aber auch schon oft gesagt, es werden die Leute auch zum Ohren rauskommen, aber ich hatte früher mehr Bock. Also da hatte ich so, geil, Liga Sonderhälfte, geil, 15:30 Konferenz und hier, oh, ich gucke mir nochmal die Zusammenfassung an und heutzutage muss ich echt gucken heute, dass ich wirklich jedes Spiel zumindest in der Zusammenfassung sehe. Das ist auch nicht immer so. Also manchmal fällt auch mal so ein Sonntagsspiel irgendwie Wolfsburg gegen Augsburg fällt runter, weil ich es vergesse irgendwie sonntagsabends mir noch schnell irgendwie anzugucken. Wenn du natürlich wieder mit Schwester S feiern bist, dann gibt's nichts Dickeres. Ja, ich freue mich noch ein bisschen auf Fortuna Düsseldorf, weil das ist aus einem Friedhelm. Ja, Friedhelm, ohne Scheiß, das ist für mich ein Grund, da bleibe ich dabei. Das will ich natürlich sehen, wie er sich schlägt, dann hoffentlich Barkok bald wieder fit, bald dann wieder dabei. Das ist natürlich das Interesse, was ich habe, dass ich dann verfolgen kann, okay, wie läuft das dann bei ihm? Ich denke, das ist ein Spieler, der sich durchaus durchsetzen kann. Das ist, denke ich, ein Spieler, den wir durchaus gerade gut gebrauchen können. Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber. Für die Außenbahn vielleicht. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, schauen wir mal. Ansonsten, naja, es gibt die Konferenz, da hast du schon recht. Und außerdem haben wir richtig viele Spiele, hoffe ich, in dieser Saison. Dann müssen wir auch nicht alle Bundesligaspiele gucken, ja, sondern konzentrieren uns darauf in ganz großer Egomanie, denn auf die Spiele, die wir im Europacup verfolgen. Ne? Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch freuen, dass die FIFA gedacht hat, dass sie doch einfach den Korruptionsparagraphen beziehungsweise aus dem Ethics-Code den Korruptionsteil einfach mal löschen. Also für die FIFA ist jetzt Korruption nicht mehr wirklich bestrafbar. Also, ach, guck mal. Ja, insofern. Praktisch. Ist für jeden was dabei, will ich meinen, auch in der kommenden Saison. Ja, hervorragend. Ja. Was wir vergessen haben, beziehungsweise nicht vergessen haben, was wir eigentlich aber jetzt schon ankündigen könnten, ist auch der 8.9., oder? Auf jeden Fall. Sag doch mal, was da passiert. Also am 8.9., liebe Leute, da ist jetzt schon das ist der Samstag der ersten Länderspielpause, wo die Leute dann denken, oh geil, die Bundesliga geht los, dann denkst du nach zwei Spielen, dann schon wieder Pause. Da haben wir zusammen mit Eintracht-Fans TV uns gedacht, hey, lass uns doch irgendwie gucken, dass wir diesen Samstag überbrücken können und wollen euch alle zum Eintracht Frankfurt Podcast Sommerfest featuring Eintracht-Fans TV einladen, ins Museum um 15.30 Uhr bekannte Uhrzeit. Wir werden alle vor Ort sein. Wir hoffen, dass ihr auch zahlreich erscheint und werden ein kleines Programm für euch vorbereiten. Wir sind von 15.30 Uhr bis ca. 18 Uhr können wir im Museum verweilen, genau, und uns dann eine schöne Zeit machen.
Und wer dann noch Bock hat, der kann mit uns danach noch in Frankfurter Bahnhofsviertel feiern gehen. Das ist wahrscheinlich noch interessanter. Ja, vielleicht kommen sie alle erst danach. Die kommen warten alle am Bahnhof. Alle so der Treff. Ja, schon ein vorgeglüht oder so, ja. Nee, aber liebe Leute, kommt zum Eintrachtmuseum. Das ist eine geile Sache, dass wir auch da sein dürfen. Das ist ja so für mich immer noch der geilste Orte, die es eigentlich in Frankfurt gibt. Insofern freue ich mich, dass wir mal unsere Füße dahin strecken dürfen und auch mal da sein dürfen. Wir werden uns auf jeden Fall was überlegen, was wir machen. Ich denke, da gibt es die eine oder andere Option. Haben noch ein paar Tage Zeit bis dahin und vielleicht sind wir dann schon im Europacup-Taumel, weil wir dann wissen, dass wir nach England fahren, wir fahren nach Schottland und dann, keine Ahnung, Basti, wo würdest du ganz gerne hin? Also Schottland auf jeden Fall wäre geil. Ich würde gerne Ende September irgendwann ins Meer, wenn es geht. Dann könnte ich gleich eine Woche da bleiben. Spanien, ja, könnte man machen. Ne? Das Ding ist, ich habe heute erfahren, dass Marseille irgendwie Teilausschluss im Europapokal hat. Das wäre ja natürlich der Super-GAU. Da hast du irgendwie dieses Traumziel Marseille auswärts und dann dürftest du da irgendwie, ist da kein volles Stadion. Das fände ich irgendwie ziemlich krass. Das wäre ziemlich uncool. Ja. Ja, also ich denke in letzter Zeit ziemlich oft an AC Mailand irgendwie. Das ist ein schönes, großes Stadion, da können viele mitfahren. Geile Stadt. Also AC Mailand wäre fett. Ja. Und dann will ich auch noch irgendwas Abgefucktes. Ich will noch irgendwas Dreckiges haben. Ja, du willst nur billig saufen. Ich will irgendwas, keine Ahnung, irgendwo in Osteuropa. Also wie gesagt, ich war ja jetzt in Rumänien und wenn es nicht gerade Bukarest ist, kann man da durchaus noch günstig den einen oder anderen Alkohol bekommen. Ja, sowas. Also müssen wir mal. Ich will zwei geile und ein dreckiges los. Okay, das sollten wir hinbekommen, liebe Eva, musst du einfach mal was machen, dann geht das schon. Aber Leute, merkt euch, das ist der 8. September, das ist der Samstag der Länderspielpause für diesen Nations Cup, der da, glaube ich, stattfindet, interessiert sich eh kein Schwanz. Alter, das ist das Nächste, wo wir irgendwann mal drüber sprechen müssen. Ja, genau. Und da haben wir uns gedacht, 15:30 am Eintracht-Museum, jeder weiß, wo es ist, Eintracht-Podcast in Verbindung mit Eintracht-Fans-TV, werden wir da eine kleine Veranstaltung auf die Beine stellen. Und wir freuen uns über jeden, der kommt, den wir mal unsere Hörer viele wiedersehen, viele neu kennenlernen können. Also, ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter und guter Samstag. Auf jeden Fall. Ich habe Bock. Grüße. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Insofern würde ich sagen, machen wir den Deckel auch zu für heute. Wir haben doch relativ lange über ein unsägliches Spiel und viele Ausblicke gesprochen. Ansonsten haben wir ja schon ein straffes Programm. Nächste Woche ist der René wieder da, wenn ich das so richtig vermerke. Da bin ich nochmal kurz weg, aber dann werdet ihr wahrscheinlich eine Sendung haben. Und spätestens am 28. habe ich mir das vorhin aufgeschrieben, 28. August sind wir dann alle wieder da, alle vereint, vielleicht mit dem einen oder anderen überraschenden Gast. Ich würde sowieso sagen, liebe Leute, behaltet die Kanäle, die Social-Media-Kanäle vom Eintracht-Podcast im Auge. Vielleicht tut sich ja noch das eine oder andere. Ne? Hopefully. Schauen wir mal. Ansonsten. Und Kauf Pro Evolution statt FIFA. Ja, hast du schon gemacht? Bist du schon am Zocken oder was? Geht das schon? Ich habe die Demo habe ich angeschaut. Und ist gut? Ich kann auch keine objektive Meinung abgeben. Ich bin sowieso Pro Evolution Fan der ersten Stunde und bis zur letzten Stunde. Ich finde es einfach viel, viel realistischer. Aber diese Diskussion werde ich vom Zaun brechen, wenn unser FIFA-Experte René wieder dabei ist, da können wir uns wieder ein bisschen battlen. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht schön was, Grüße aus. Wie hieß das damals, als er diesen Channel gestartet hat? Post aus Italien. Post aus Italien, stark. Ich hoffe, der wird wieder gestartet. Das ist was für Liebhaber im Endeffekt. Ja. Und vielleicht ist dann auch wieder der Dennis da, der es jetzt seit Wochen nicht geschafft hat, sein Internet da zu bewegen. Ja. Er wohnt in Gelnhausen, scheint mittlerweile auch ein Problem zu sein. Aber in Sachen Internet, da muss ich ja eh sowieso ganz ruhig sein. Also insofern, liebe Leute, hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir haben jetzt so roundabout 60 zuletzt noch Hörer im Stream, sind ein bisschen weniger geworden. Naja, was soll man machen? Mal sind es mehr, mal sind es weniger. Und ansonsten, macht's gut, kommt gut in den Abend und bis bald. Tschüss.